Jetzt hat der Rotes direkt Eppo aufgemacht. Was ist denn Eppo? Ja, genau. Aber ja, wissenschaftliche Abhandlung. Ist vielleicht auch korrekter, weil ich auch jetzt dachte so, vor allem bei den ersten drei Alben war ich mir nicht sicher, welche ich besser finde. So. Erzähl's uns doch gleich, wenn wir hier im Podcast drin sind, Tinko, sonst kommen wir hier noch in die Bredouille. Das ist aber schön, dass wir hier alle da sind. Warst du nach Frankreich in die Bredouille? Ja, schön. Genau. Hallo Leute, dies ist ein Hörerwunsch mal wieder. Und zwar der zu der Person, die ich nicht kenne, die dir irgendwie Geld in die Hand gedrückt hat, glaube ich. Ja, gesagt hat, mach mal irgendwas. Auf dem CSD in Weimar kam ein Typ auf mich zu und meinte, was mir auf jedem CSD irgendwie passiert, ob ich nicht Tino vom Brennpunkt wäre. Ich sag, ja, klar bin ich das. Und er hat mir so ein Zwanni zugesteckt und meinte, ja, hier, liebe Grüße an Robin, mach mal einen Hörerwunsch. Und ich frage, ja, zu welchem Thema? Ach, sucht euch einfach eins aus. Und dann kam halt die Idee, einen Ärzte-Podcast zu machen. Die haben wir dann abgelehnt und stattdessen machen wir ein Herodes-Special. Hallo! Wir machen jetzt eine Stunde lang Herodes-Talk. Wie geht's dir heute? Reicht auch schon, Tino wollte noch was sagen. Ich habe heute Waldquelle gekauft. Gott, Alter. Ich war fertig eigentlich, ich wollte nur ein bisschen Zeit schinden. Ach gut. Ja, wir haben hier noch einen Special Guest, der klingt vielleicht ein bisschen awkward, weil wir jetzt zu dritt auf dem Sofa sitzen. Ja, ich bin in der Ecke, ich lehne mich vor, wenn was ist. Ich habe hier mein Computer auf, ich bin hier der Regisseur, der Rechercher. Ja. Der die Information, die ihr hier ausbitten wollt, nochmal überprüft. Auf Wikipedia vor allem. Auf Wikipedia, das ist jetzt nur mein Einstiegpunkt. Ne? Hier sind so die Diskografie mit Lieder, mit du bist wie bei Hard Aber Fair, diese Community-Frau da. Die genau. Da. Ja. Gut, das ist sehr schön, da haben wir Live-Fakten-Checking. Einer, kannst du nicht deine dumme Fresse halten, du Huso? An wen? Sag nein. Okay, nee, leider ist das nicht. Ja, da geht das nicht. Aber danke für die Frage. Generell haben wir uns sehr, sehr unterschiedlich vorbereitet auf dieses Experiment. Es geht ja auch nicht explizit nur um Ärzte allgemein, sondern wir haben uns schon das irgendwie zur Aufgabe genommen, über die Alben im Kontext der ganzen Diskografie zu reden und da ein Ranking zu erstellen, wobei ich mir äußerst wissenschaftliche Mühe gegeben habe und jedes einzelne Album durch bin und jeden einzelnen Song von 1 bis 10 bewertet habe. Man könnte sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu unemotional, aber dabei ist ein Ranking entstanden, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und von daher kann es ja nicht falsch sein. Du hast deine Emotionen nur aufgesplittet, während ich so ganze Alben mir zur Gemüte geführt habe, hast du halt Song für Song zur Gemüte geführt. Und guckt, wie du fühlst, bei Song für Song. Und dann ist zusammengerechnet, wissenschaftlich. Ja. Jedes einzelne Album denkt sich so, ich bin nur noch eine Nummer. Das ist witzig, ja. Wie diese ganzen Rentner auf der Station hier. Aber du hast auch einen Durchschnitt gemacht, nicht? Dass du jetzt irgendwie bei Alben, die nur 5 Songs haben, dann irgendwie nur wenig Punkte hast. Welche Alben haben denn nur 5 Songs? Naja, so die ersten, diese EPs da, wie hießen die denn? Naja, die habe ich jetzt hier nicht mit EPs drin. EPs, wie zu schön, um wahr zu sein, uns geht's prima, offizieller Soundtrack zum Film Richie Guitar oder Rotterdam, diese Straßenköter? Nein, ich meine so Debil, Schatten der Ärzte. Aber Debil hat da mindestens 10 Songs. Echt? Mindestens. Das kann ich dir gerne sagen. Ihr könnt ich würde sagen, reden. 12. Ich das mal eben. Faktencheck. Ja, das hat sogar 13 Lieder. Achso, es sind 2 Seiten, das stimmt. Jungs- und Mädchenseite. Aber ich dachte, das Schatten der Ärzte hat nur ganz wenig Songs. Ja, das kann ich mal rausrecherchieren, während ihr weiterredet. Ja, wir werden hier nicht die größte Struktur haben, Leute. Also es wird kein allgemeines... Wo habe ich denn danach geschaut? Ich habe irgendwie ein paar Alben gefunden, wo so ganz wenig waren. Und die Ärzte? Die Ärzte hat auch viel. Also auch. Ah ja, ich bin überrascht. Wahrscheinlich sah es nur so aus im Vergleich, weil halt irgendwie Dunkel und so weiter ganz viele Songs haben und dann irgendwie Debil nur so eine ganz kleine Liste hatte. Ich habe mich geirrt. Dunkel hat 19, das ist schon viel. Das ist viel im Vergleich, ja. Vielleicht wollen wir mit Dunkel gleich mal einsteigen, weil das ist ja hier ein kontrovers diskutiertes Album bei uns dreien. Ja. Und das Neueste, und jetzt habe ich auch noch einen Störfaktor eingebaut, was auch, jetzt hat der Rotes direkt Eppo aufgemacht. Was ist denn Eppo? Ja, genau. Ja. Das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich den Song höre. Ah, die ist das, okay. Eppo! Das ist die Form von 10 Song von Dunkel. Hast du schon mal Loop die Loop die Loop gemacht? Nein. Nicht? Na gut. Was ist denn Loop die Loop die Loop? Ja, du hast den Song scheinbar nicht so oft gehört, ne? Kerngeschäft heißt das Machwerk, um das es hier sich gerade dreht. Und das ist nicht der beliebteste Song hier. Der erste Ärzte-Song mit einem richtigen Feature, ne? Das gab es ja so in der Form noch gar nicht. Und das Album Dunkel ist ja eh sehr
anders als die anderen. Zum einen hat es einen Song, der so heißt wie das Album oder, ja, oder umgekehrt. Es ist echt noch nie passiert vorher. Titeltrack quasi. Dann Kerngeschäft hat ein Feature. Und der letzte Song, Our Bass Player Hates the Song, ist ein sehr fingerzeigriger Song, weißt du? Also sehr, sehr ernst und so unironisch, was man von den Ärzten auch nicht kennt. Ich muss sagen, es kommt nicht so scheiße als Album bei mir weg. Innerhalb vom Ärztekontext ist es schon relativ low. Mhm. Aber man muss auch dazu sehen, also ich habe, wie gesagt, jeden einzelnen Song bewertet von 1 bis 10, wobei ich, glaube ich, unter 3 nie gegangen bin. Und dann kommt natürlich ein Durchschnitt raus. Und diese Durchschnitte im Ärztekosmos bewegen sich zwischen 6,43 und 8,18. Also ist ja jetzt nicht so, weil es ist ja dann nur eine Schwankung von 2. Keine große Range. Ja. Und dann ist das schon aussagekräftig, wenn da irgendwie 1 dazwischen ist. Also wenn 1 bei 6 ist und 1 bei 7, dann ist das schon ein großer Unterschied auch quasi. Es gibt so Songs, ich finde, irgendwie Menschen ist ein Song, den hätt's nicht gebraucht. Das ist Song Nummer 16. Ich finde ihn irgendwie auch witzig, dass dieser Musical-Anfang, ja, dass es so a cappella losgeht. Aber an sich habe ich den Song vielleicht 3-mal bisher gehört. Es hätte in der zweiten Hälfte einiges nicht gebraucht, muss ich sagen, wenn ich das da gerade so sehe. Anastasia ist großartig. Besser hätte es nicht gebraucht. Nachmittag ist noch, glaube ich, der bessere da. Menschen auf keinen Fall. Danach ganz weit raus damit. Ja, Erhaben finden wir beide gut, Herr Otis und ich. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ist okay. Okay. Ich finde ihn ziemlich gut. Hast du eben auch Kopfhörer gehört? Habe ich. Ich find's von der Produktion her richtig krass. Ja, diese ganzen Instrumente und die Gesänge und so. Aber ich fand ihn inhaltlich ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, aber wenn du dir dabei Armin Laschet vorstellst, dann ist es witzig. Durchs Leben failt. Dann ist es witzig irgendwie. Der kam ja zu der Zeit raus. Ne? Ja. Ich denke, man hätte eigentlich wirklich so ein Best-of Armin Laschet da reinschneiden können, Musikvideo. Ja, stimmt. Aber mit einem Lächeln im Gesicht, so wie er hier hinter Steinmeier steht und sich freut, weil er tut. Ja. Aber so Songs wie Tristesse, das sind so Songs, die ich übelst feier. Bonjour, Tristesse. Ja. Ich meine, ich bin ja auch ein Fahr-in-Urlaub-Kind. Ja, es ist ja für mich immer so, das sind für mich immer die Highlights auf dem Album. Und ich finde, zwischen all diesen dunklen Songs ist halt Tristesse so einer, der voll hervorsticht und den ich halt voll nice finde. Den ich mir schon Millionen Mal angehört habe. Gucke mal, ich habe sogar Nachmittag eine 8 gegeben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich habe gerade überhaupt nicht im Kopf, wie der Song geht. Es war hier, du hast mich umgebracht. Und ja, ich weiß, also ich weiß, worum es geht, aber nicht, wie der klingt. Ja, also, welcher Einschlag? Nee, Nachmittag. Ach, Nachmittag. Der Farin-Song für Bela geschrieben quasi. Ah. Ja. Stimmt, habe ich auch gerade nicht im Kopf. Soll ich ihn kurz anmachen? Kannst du ja mal anspielen. Hast ja kein Spotify? Danach zum Beispiel ist mit Abstand der beschissenste und dem habe ich eine 4 gegeben, was halt immer noch... Welcher? Danach habe ich eine 4 danach, gegeben. Danach, ja. Das ist ein Song, den ich auch völlig vergessen habe irgendwie wieder. Naja, das ist halt hier noch einmal ein Bier in langsam. Ach so, ja, das ist furchtbar. Alleine diese Idee, also wenn man das Gleiche nochmal schneller macht, hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, als du kennst den Song und machst es langsamer. Stimmt. Das ist irgendwie ganz, dadurch zieht sich das dahin wie Gummi, Alter. Ganz unangenehm. Womit ja auch die Baseballs großen Erfolg hatten, dass sie so langsame Popsongs in schnell gemacht haben. So Rockabilly-Style irgendwie. Ja. Geht so schon. So ein bisschen wie die Sachen von früher. Auch dieses Echo, das erinnert sich an die Pre-Trennung. Ist das alles und so? Ja, genau. Ja. Ja, aber der Song hätte für mich einfach eine B-Seite vielleicht. Ja, wenn sie jetzt irgendwie einmal ein Bier als Single ausgekoppelt hätten, hätten sie das als B-Seite nehmen können. So. Wo wir gerade von B-Seiten sprechen, ich muss mal sagen, Dobli habe ich vorhin nochmal, neulich nochmal gehört. Und ist super. Den habe ich beim Skaten 10-mal auf Repeat gehört. Ich war richtig im Modus. Vor allem, wenn du den wiederholst, ist der halt wirklich, der geht flüssig ineinander über, weißt du. Du merkst gar nicht, dass der vorbei ist. Richtig gut. Ich habe mir einen Cindy gekauft. Der ist großartig. Ja. Also auch von der Single so erst dieses Neues. Dann kommt ja dieses Bass, auserzählt. Danach kommt halt Doppli. Und das finde ich halt eine coole Dramaturgie so, ne? Dass halt Rott und Bela voll in diesem Stil sind, von wegen, ja, die alten Instrumente, Bass und Schlagzeug, voll nice. Dann kommt halt Fari mit, ich brauche keine Bässe und Gitarren, ich mache nur noch Sinti-Musik. Finde ich einfach als Geschichte witzig. Ja. Tristesse hat es da angesprochen, ist auf jeden Fall mein Album-Hit. Aber nur eine 9 von 10. Es gibt keine 10 von 10 für mich auf diesem Album. Allerdings auch auf Hell nicht. Wiss. Oh. Ja. Oh. Wiss. Was ist denn für dich eine 10 von 10? Der Clown? Der Clown? Nein, auf keinen Fall. Das ist, glaube ich, auch nur eine 8. Nicht eine 10. Der Clown. Aber ist sehr gut. Ich muss sagen, ich finde von Dunkel am coolsten eigentlich Kraft. Mhm.
Kraft und Tristesse und Neues. Das sind so die drei Songs, die ich richtig, richtig nice finde, die ich quasi jetzt rausnehmen würde und würde die zu Hell rüberpacken, vielleicht, ja. Mhm. So in so stärkemäßig. Wir hatten uns ja schon geeinigt, dass Bassplayer ein Banger-Instrumental ist, aber du textlich da nicht zufrieden bist. Ist von mir auch eine 9 geworden. Das wäre vielleicht so ein Furt-Song gewesen, ja. Da war ja auch dieses irgendwie, wie heißt denn das, was mich so dran erinnert hatte. Warum, danke, dass du mich regierst. Mhm. Das finde ich so in diesem Stil. Wobei lieber das, Staat. Lieber Staat. Wobei aber das war damals noch nicht war. Fort. Das war ja, war noch Fu, war noch ohne. Aber das war halt noch so ein bisschen ironisch wenigstens, aber auch sehr ernst gemeint. Das finde ich jetzt irgendwie, ich kann Rod nachvollziehen. Ich hätte ihn auch rausgevotet, den Song. Mhm. Ja, aber vor dem hätte ich halt drei andere rausgevotet. Deswegen, weißt du, habe ich da ein bisschen Problem mit. Wenn der raus wäre, wäre das Ende halt noch beschissener, die zweite Hälfte. Was sagt ihr zu Schrei eigentlich? Übel geil. Ja? Ja. SpongeBob. Ja. Wieso? Ja, weil das so klingt! Ach so. Das ist ein Song, den finde ich eigentlich von der Energie her richtig cool, aber inhaltlich, also worum es in dem Song geht, ja, also diese toxische Männlichkeit und so, und Männer schreien rum. Ja, Schreithema. Genau, darum geht es in dem Song. Da sind wir uns auf jeden Fall schon mal einig. Das haben halt die ganzen Interviewleute in diesen Song reingelegt, ohne dass das jemals von den Ärzten gesagt wurde, dass das so ist. Ich dachte, dass sie es einmal gesagt haben, dass sie es thematisieren wollen auf dem Album. Also bevor er rauskam, haben sie gesagt, sie sprechen toxische Männlichkeit. Ich habe übrigens noch mal eine Liste mit allen Ärzte-Songs, die toxische Männlichkeit beinhalten. Mhm. Zum Beispiel die ewige Mätresse, nur ein Kuss, ja. Mhm. Heulerei, Living, alles. Es sind viele, ne? Ein Mann, toxisch, wie Sau, ja. Der Tag auch total mit dem Verlassen und Kind und so. Der Tag finde ich gar nicht mehr. Was ist das für eine Liste, die du da gerade... Alle toxisch maskulinen Songs der Ärzte. Wirklich? Cool. Ja. Oder sind das einfach alle Songs, die du gut findest? Nee, alle Songs, die im Entferntesten über toxische Männlichkeit handeln. Okay. Weil es immer so heißt, dunkel behandelt das Thema so besonders. Ach da so. Wollte ich mal eine Gegendarstellung erbringen. Ja, verstehe ich. Aber noch kurz zu Schreie. Das ist wieder so ein Rotz-Song, der richtig geil ist, aber so die einzelnen Zeilen hätte ich anders geschrieben. Das ist mir ein bisschen zu einfach formuliert manchmal. Ja, aber das passt ja vielleicht zum lyrischen Ich. Hm. Wenn es halt ein bisschen primitiv ist. Naja, aber lyrische Ichs sind ja nicht immer, weiß ich nicht, lyrisches Ich kann sich auch ein bisschen von der Sprache erheben, finde ich, und naja. Es anders beschreiben. Also ich habe da ja auch so einen Song in der Pipeline, Hengsen, Verschengsen. Den hast du aber auch schon seit 5 Jahren in der Pipeline. Ich weiß. Und der ist auf jeden Fall auch mein primitivster Song vom Text her. Egal. Dunkel ist ja das aktuell letzte Album von Die Ärzte und ich muss sagen, ich fände es schwach, wenn sie aufhören würden damit. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber man hält so vieles für unwahrscheinlich, ne? So, also von den. So ich habe ja auch 14 Alben vorliegen, die ich bewertet habe. Mhm. Rock'n'Roll, Realschule, Bullenstadt und so, kann ich gesondert nochmal was zu sagen, aber die habe ich nicht mit bewertet. Und das ist auf dem 4. Also dunkel. Ich muss sagen, es ist bei mir auf dem letzten gelandet. Überraschenderweise. Ich glaube, ich bin mir mit Herr Rudes einig, was der letzte ist, aber sprich erstmal. Also ich muss sagen. Es sind jetzt auch nicht alle Alben hier, es sind ja auch nur ein Teil. Genau. Ich muss sagen, vom Gefühl her ist Dunkel gerade richtig nice für mich und ich höre es ganz gerne und lieber als die alten Alben. Aber wenn ich mir angucke, was ich früher so alles gehört habe und vor allem Debil und Schatten der Ärzte, da sind eine richtige Banger drauf, ja. Und im gesamten Kontext finde ich halt die irgendwie besser, die Songs auf den Alben. Okay. Auf den Alben. Dann muss ich, merk dir diesen Gedanken nochmal, weil da will ich gleich mal einhaken. Mhm. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Gerne. Aber kommen wir gehen jetzt einfach mal von unten durch, oder zumindest bei mir, weil ich glaube, Herr Rodes sieht das ähnlich. Was ist denn dein unbeliebtestes Album? Le Frisur hätte ich gesagt. Ach, Le Frisur doch. Oh. Also Le Frisur ist bei mir vorletzter Platz. Also ich finde das nicht fürchterlich, ich finde es nur uninteressant. Ich hatte, ich glaube, ich habe das nicht kein zweites Mal gehört. So. Mhm. Ja, es hat dann aber doch Banger drauf, muss ich sagen. War das bei dir nicht so? Nee, ist der vorletzte Platz bei mir. Ist es bei auch, oder was? Bei mir ist es definitiv auch. Aber da auch sind doch genauso Banger drauf. Was denn? Ja, Männer und Frauen. Ja, das stimmt. Den habe ich auch, obwohl der halt die übelste Popmaschine ist, habe ich den auch, glaube ich, mit 10 von 10 bewertet. Sollen wir auch kurz machen? Ja, können wir machen. Also, das ist jetzt... Natürlich kriege ich dich damit nicht, aber ich fand jetzt Tamagotchi irgendwie... Fürchterlich. Ich find die Story niedlich, so gut gemacht. Ist das noch Punkrock? Ist auch okay? Geht, ja. Wie gesagt, CCR muss dir doch auch gefallen. Ich sag nicht, dass da... Ja, das sind halt Achter-Songs, aber da sind halt so Ausreißer wie Miststück, ja. Mhm.
Und warte mal, ich habe hier die falsche Grafik wieder offen. Hier kann ich den Text. Captain Metal, das hat dir doch übelst gefallen. Ja, aber je öfter ich es höre, desto. Oder auch Die Hard, fand ich auch richtig nice. Das ist fürchterlich. Ich bewerte mich mit Wattestäbchen, oder? Wattebällchen. Ja. Hey, angekumpelt, fürchterlich. Freundschaft ist Kunst, ist eine 3 von 10, die ich ja so selten vergebe. Ganz schlimm. Also Freundschaft ist Kunst, verstehe ich nicht. Und was an Die Hard so witzig sein soll, verstehe ich auch nicht ganz. Also ich bewerf dich und du stirbst dann, aber geht ja nicht. Also wo ist der dritte Boden? Das ist so witzig. Ja. Das weiß ich nicht, so langsamer Tod ist dir gewiss, denn ja, aber auf perfide Art. Ja, nee. Fand ich gut, auch musikalisch vor allem. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man das als Chorus nimmt, der dann halt schon nicht so gut ist, weißt du? Dann betont man das so, wie hier irgendwie, brennst du noch oder wie geht's? Was dann so 20 Mal wiederholt wird und ab dem 10. Mal ist es dann halt nicht mehr so geil. Und wenn man irgendwie einmal sagt, ich bewerf dich mit Wattebällchen, ist vielleicht witzig, aber wenn das der Chorus kurz, ist. Der Song, der ist in 2 Minuten 19. Dann, fürchterlich. Hast du gerade rausrecherchiert? Ja, hab ich halt durchgezählt im Kopf. Okay. Nee, also und deswegen im Gesamtbild ist dann halt auch einfach low. Auch wenn das natürlich eine 10 von 10 hat und einige achten. Keine 9, wie ich hier gerade sehe. Aber ich fand damals im Jahr 2012 einen Song über ein Tamagotchi zu machen, fand ich schon stilvoll. Aber ich war auch vielleicht jünger und... Ja, die Idee kann ja gut sein. Der ist trotzdem nur eine 4. Ich weiß nicht, was du darin hörst. Ja. Aber doch, der Gesang von Rod wurde in dem Song viel kritisiert, auch live teilweise. Aber ich finde es auch eine Kunst, so zu singen. Es geht mir auch nicht nur um den Gesang. Also alleine das Wie-Wie-Wie-Instrumental ist halt fürchterlich nervig. Ich muss ja zu dem Album sagen, das ist bei mir im Mittelfeld, so auf Platz 6 ungefähr, weil das Album für mich, ich habe es sehr, sehr viel gehört einfach. Ich habe ja angefangen mit Jazz ist anders, und danach kam ja schon auch. Und die beiden Alben waren für mich so die Ärztealben, die ich ganz, ganz oft gehört habe und die mich so geprägt haben in meinem Ärztebild. Und Waldspaziergang mit Folgen ist ja wohl ein Hammer-Song. Hab ich nachgegeben. Ja. Immerhin. Der aber hat ja alleine. Eine Botschaft. Man kann sich einfach einen Stock aus dem Wald holen, hat dann fertig eine Religion. Ne? So, genau. Das kann ja jeder machen. Ich fand vielleicht einfach, war meine Erwartungshaltung schon ein bisschen low, weil Zeitverschwendung als erste Single war eine Katastrophe für mich. Das weiß ich auch nicht, warum der da so jodelt. Das war ein guter Einstiegssong, fand ich so, aber ich weiß nicht. Es war schon witzig, diese Idee. Es gibt Besseres zu hören, als die Ärzte zu hören und so. Ja. Und dann noch die Live-Version bei Harald Schmidt war auch richtig witzig. Geht, alles geht. Wir dürfen auch die B-Seiten nicht vergessen, ne? Sowas wie, wo ist es denn? Quadrophenia war übelst geil. Quadrophenia, genau, und so. Aber ich suche gerade noch einen anderen Song. Generation L. Ich glaube, Will dich zurück ist dann noch ganz gut gewesen, weil sonst sind nur Ausreißer-Bela-Songs für mich. Aber und Generation L zum Beispiel, ich liebe diesen Song einfach. Geht. Sind die jungen Leute heute wirklich alle so doof? Fand ich richtig witzig. Dieser Horrorfilm-Parodie quasi. Ach ja, sie teilen sich auf, ist es das? Sie teilen sich ja, auf. Ja, okay, ich erinnere mich. Ja. Und das hier war Arschgeweih, ne? Ein Stück des Eros. Ja, glaub schon. Mhm. War da nicht auch, es tut mir leid, ich bin betrunken, auch eine B-Seite. Tut mir leid. Nee, das ist, glaube ich, aus Jazz ist anders. Ach so, okay. Ja, gut, also und das... Männer und Frauen ist auch noch ein Song, wo wir sagen müssen, auf den kann man sich schon einigen, oder? Der ja, ich habe ja bereits gesagt, das ist eine 10, auch wenn es natürlich hoch und runter im Radio, aber das versuche ich da halt auszublenden. Ja, da kann der also Männer des Schweine ist halt trotzdem auch ein guter Song, so. Mhm. Wobei ich den, glaube ich, auch nie 10 von 10 fand, aber die 9 muss ich ihm schon, glaube ich, zugestehen. Männer sind Schweine kannte ich so gesehen schon vor den Ärzten, also das war irgendein Radiosong, den man halt so kennt, ne? Ja, ich versuche das halt auszublenden, dass man die Scheiße überhört hat, ohne Ende. Ja. Männer und Freunde ist so ein Song, der mich voll abgeholt hat wegen dieser Zeile, weil ich war da 19 und quasi frisch geoutet als... Ich hab eine Idee, welche Zeile du meinst. Ja, und zwar Männer bauen Häuser, fand ich großartig, weil ich in das Alter gekommen bin, Häuser zu bauen. Häuser baut. Genau. Ja. Und danach kam noch die Zeile, manche Männer lieben Männer, manche Frauen eben Frauen. Das fand ich halt richtig nice, irgendwie diese Botschaft im Radiosong zu verpacken. War auch zu der Zeit schon ungewöhnlich, tatsächlich. Es war damals, ja, also heute würde das irgendwie so ein bisschen, ja, naja, klar, also, ne. Da kam Sarah Connor mit hier, Vincent kriegt keinen Hoch, wenn er an Mädchen denkt und Sarah so. Sarah Connor soll leiser sein. Jetzt gibt's ja Shoutout an alle Vincents dieser Welt. Jetzt geht's ja irgendwie in jedem dritten Radiosong irgendwie um Gay Romantic und so, was ja schön ist. Aber es war zu der Zeit halt noch ein bisschen so, oh, krass, dass sich das jemand traut, ins Radio zu bringen. Mhm. War mein Gefühl zumindest. Ja, also ich glaube, es war eine Zeit, wo man nicht sich so trauen musste oder wo man nicht Gefahr lief, da nicht mehr gespielt zu werden. Ist aber jetzt auch keine 20 Jahre. Es war niedrigschwellig. Also es war, wann? 2012? Ja. Mhm.
Also und Fiasco würde ich gerne noch hervorheben. Mhm. Fiasco ist auch lyrisch, finde ich, großartig. Weil erst steigt es irgendwie so ein mit immer derselben Zeile. Ich werde einfach zu ihr hingehen, das ist völlig normal. Wird wiederholt und dann am Ende dieses sie schaut mich an, das dann auch wiederholt wird. Und dann kommen noch Zeilen dazu. Da habe ich fast geweint, weil ich erst dachte, boah, wie dumm ist denn das? Warum singt ihr das so bescheuert? Und dann kam so diese Auflösung, dass da noch Text dazwischen ist. Und das fand ich damals beim ersten Hören so richtig krass. Sie ist nicht von dieser Erde, schaut, wie sie gucken kann. Und so fand ich halt richtig lyrisch sehr krass gemacht, sehr cool gemacht. Auf die Idee zu kommen, finde ich super. Gut. Also, Le Frisur ist bei mir vorletzter Platz. Und aber haben wir denn jetzt mit Dunkel angefangen? Also die Na, Dunkel war halt die neueste. Da wollte ich einfach mal einhaken und gegen Ebbo haten. Le Frisur ist für mich auf jeden Fall ein Klassiker. Auch jetzt im Vergleich weiter unten gelandet. Aber ich finde, bei den Ärzten gibt es jetzt kein Album, was wirklich richtig schlecht war. Ja, das ist ja dahingestellt. Genau. Ne? Also und das hat mich auch sehr geprägt, halt wegen Songs wie Motherfucker 666. Alleine wegen der Zeile, ich scheiße auf Spaghetti, ich scheiße auf Spagat, ich scheiße auf die Bullen, ich scheiße auf diesen Staat. Da dachte sich Tino, jetzt werde ich linksradikal. Jetzt werde ich linksradikal, spätestens jetzt. Und das, oder auch so Songs wie Monika. Ja. Einfach so hingerotzt, richtig geil. Die finde ich auch beide sehr gut, deswegen würde ich da halt sagen, yo, also Konzeptalbum ist an sich echt schon langweilig, aber da sind schon auch Banger drauf. Also, wie heißt es hier, Brückeborg oder wie heißt der Song? Warte. Genau, Straight Outta Brückeborg. Genau. Ne? Der ist super. Der hat am Ende so richtig geiles Instrumental. Es geht richtig straff nach vorne. Und No Future habe ich eine 4 gegeben, aber sonst ist da jetzt kein krasser Ausgang. Ja, No Future ist ein bisschen so, naja, kann man mal irgendwie hören, aber auch nicht so intensiv. 3-Tage-Bart ist ja wohl ein Song, der richtig Banger ist. Aber der ist ja ursprünglich, ist er nicht auf einem, ist er nur auf diesem Album drauf? Ja. Okay, dann ist es so, dass ich ihn kenne, wahrscheinlich von Best Of. Deshalb ihn nicht da so krass reinordne, aber das ist dann meine subjektive Sache. Medusa Man finde ich auch ziemlich gut, habe ich eine 8 gegeben. Ja, Serienmörder Ralf, ja, stimmt. Ja, aber ja, also keine Ahnung, die haben ja auch nie wieder ein Konzeptalbum gemacht, wahrscheinlich aus gutem Grund. Und Mein Baby war beim Friseur, das ist ja auch ein Song, der richtig abgeht. Und ich glaube auch zur Geschichte des Albums war es doch so, dass sie nur eine EP machen wollten eigentlich, mit so 4-5 Songs. Sie dann so viele Ideen hatten, dass sie ein Album draus gemacht haben. Und da kam wohl auch kurz nach, was war das denn? Warte, soll ich dir nicht selber recherchieren? Alle, die mit uns auf der Fahrt nach Punk, genau, nach Planet Punk. Planet Punk war ja so richtig heftig geil. Dann kam eben kurz darauf raus, weswegen viele übersättigt waren, viele Fans, und das Album nicht so gerne gehört haben. Und auch von Charts her, siehst du, das ist dann auf einmal nur noch Platz 4 war, nicht mehr Platz 2 wie die vorigen beiden Alben. Ja, um hier mal den Unterschied zu zeigen, also mein letzter Platz auch ist bei 6,43 und Le Frisur bei 6,69. Ist jetzt nicht so ist viel. Ähnlich, ja. Aber schon. Aber ich fand die Idee, in Ärzte, also wenn jetzt eine Ankündigung käme, ja, die Ärzte machen einen Song über, ein Album über Haare, Frisuren, würde ich das voll abfeiern, würde mich voll drauf freuen, wenn das jetzt Ja, weiß ich nicht, käme. Also ein anderes Thema vielleicht, aber Haare, keine Ahnung, ist jetzt auch irgendwie. Da sind ja auch 2 Coversongs drauf, ne, dieses Kaperfahrt und Herr. Das sind ja, also Herr ist ja aus dem Herr-Musical und Kaperfahrt ist halt so ein, weiß nicht, so ein Volkslied oder so. Keine Ahnung. Was ich aber zuerst von ihnen kannte quasi. Ja, aber sonst nicht so die Highlights, ne? Ich find's okay. Ich find's gut. Ich meine, ist da für dich eine 10 von 10 drauf jetzt? Auch wenn du das Ranking nicht so gemacht hast, aber so gefühlt. Mein Baby war beim Friseur, fand ich schon, ist nah an der 10 dran für mich. Ist bei mir eine 7, muss ich sagen. Ist halt so ein auf die Fresse Punk-Song. Und auch mit diesem Musikvideo dazu, so was so One-Take aussieht, aber gar nicht One-Take ist. Fand ich richtig toll eigentlich. Auch 3-Tage-Bart. Das ist halt so ein Song, der irgendwie alles so auf den Punkt bringt. Na gut, ist bei mir eine 8. Auch diese, ich sehe da keine 10. Auch diese Ironie, ja, was ein cooler Typ braucht, ist ein 3-Tage-Bart und die sind alle 3 rasiert gewesen zu dem Zeitpunkt. Auch bei dem Musikvideo von 3-Tage-Bart fand ich halt witzig. Stimmt, habe ich so nie gesehen, ist tatsächlich witzig. Ja, aber gut, Musikvideo, keine Ahnung, versuche ich da jetzt auch nicht so zu berücksichtigen, glaube ich. Aber ich finde, dass es wichtig ist. Also ich finde, auch bei Auch zum Beispiel, haben sie ja halt zu jedem Song 2 Videos gedreht. Das ist eine Katastrophe. Ja, aber das hat unter sich gelitten. Ja, definitiv. Ja, es war zu viel. Ich fand auch die Animationsvideos sehr langweilig. Mhm. Habe ich mir gar nicht angeschaut, zum großen Teil. Aber ich fand es spannend zu gucken, was sie halt in diesen 2 Drehtage, was sie da zusammenbauen konnten quasi. Und ja, weil die ganze Arbeit im Schnitt passiert ist. Genau. Die haben sich da halt kurz hingestellt und haben ein paar Posen gemacht. Und fertig. Bei diesem Männer- und Frauen-Video hat sich ja Bela gestoßen am Mikrofon und geblutet. Und ich dachte lange Zeit, boah, was für ein geiler Effekt. Aber es war ja echt,
als er echt gestoßen hat, dann geblutet. Die Story dahinter war ja, dass Rod irgendwie Rückenschmerzen hatte und Bela ihn aufheitern wollte, indem er rumhampelt. Ja. Und naja, er hatte nicht nur Rückenschmerzen, es war eh alles scheiße. Es war übelst kalt in der Halle und der Dreh. Und weil die halt eben so viele Videos machen mussten, war und die waren ja eh schon am Endpunkt gerade so, es kam alles zusammen. Aber man sieht in dem Video auf jeden Fall, wie Rod und Farin sich darüber freuen. Also alle drei freuen sich darüber, dass ihnen dieses Blut komplett aus dem Gesicht läuft. Und auch weiterspielten einfach. Aber es gibt auch ein Video, ich weiß nicht mehr welches, wo er dann so ein Auge hier drauf gemalt hat auf die Stirn, um das ein bisschen zu übermalen. Ich dachte, das war so ein Aufkleber oder so. Ein Aufkleber, weiß ich nicht mehr genau. Ja, witzig auf jeden Fall. Geil. Also gehen wir jetzt von unten nach oben von euch also aus. Also von meiner Liste, wir können natürlich auch variieren, aber ich würde halt jetzt zu der Sache kommen, bei der ich gesagt habe, da hake ich nochmal ein. Du hast nämlich gesagt, Im Schatten der Ärzte ist für dich so ein richtig geiles Album. Und da würde ich gerne mal wissen, was du da denn für Banger siehst, denn das ist auf meinem drittletzten Platz. Oh, Vampir ist cool. Das heißt geil, ich fand es richtig gut. Du willst mich küssen, Vampir, wie du gesagt hast. Oder auch Käfer. Käfer ist ein Song, der ist für mich irgendwie von... Ihr könnt mich angucken, wie ihr wollt. Käfer ist für mich ein Song, der mich übelst abholt. Käfer ist mein All-Time-Low. Also das ist wirklich der Song, wo ich immer sage, skippen. Und Ebbo, aber Käfer, wobei Käfer ist besser als Ebbo. Ja, ist es. Also geht doch nicht, aber... Da kommt halt auch dazu, dass da die Produktionsqualität oder die Aufnahme einfach alles nicht so... Wenn man schon so Käfer, wenn man schon so singt und dann dazu ist halt noch der Sound nicht ganz so geil. Käfer. Aber auch schon diese Zeile. Es gibt auch Pferde, die machen Mu. Und diese Pferde heißen Kühe. Das fand ich riesig, diese Zeile. Ja, geht. Das Kühe, ich meine, Pferde, ich habe Käfer immerhin noch eine 7 gegeben, ja. Also ja. Ich finde ihn nicht scheiße, aber... Und auch dieser Fantasieakzent, den er da besingt, finde ich halt richtig nice, hat er auch nie wieder gemacht. Er singt halt diesen komischen Akzent und auch diesen falschen Deutsch, was ich halt unglaublich witzig fand. Also ich habe diesem Album, habe ich 2 Songs eine 9 gegeben. Und das ist wegen dir und ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Und hier wie ein Kind von Herr Runge? Nee, aber finde ich auch nicht schlecht, habe ich eine 8 gegeben. Ich mag den. Ja. Das ist wahrscheinlich sein Obwohl er den wohl irgendwie nicht selbst geschrieben hatte. Kann auch sein. Er hat den aus einer alten Band nochmal gerecycelt und hat das aber nie verraten. Mhm. Aha. Ja, und dieses, also da kommt ja dann noch so ein Nachspieler, ne, wie ein Kind, 33 Sekunden. Ja. Den habe ich nicht, also den habe ich komplett aus der Wertung rausgenommen, weil es wäre dann dumm irgendwie, das gehört halt dazu. Und ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Ist auch ein Song, den ich immer nice fand. Ist eine 9, wie gesagt. Ja. Also da gehe ich mit. Aber sonst alles, ja, Nummer 4 finde ich nicht so geil. Ja, es ist okay. Und sonst sind halt hier viele 5, 6 und ein paar 7. Was war nochmal der letzte Song? Was hat der Junge doch für Nerven? Ist das nicht auch nur ein Instrumental gewesen? Auch, wo dann am Ende eine Oma sagt, was hat der Junge doch für Nerven? Ach so, okay, dann war es. Okay. Aber habe ich eine 7 gegeben, also scheint gut zu sein. Also solide. Ich habe für mich festgestellt, ein richtig gutes Album ist eins, was keine Wertung unter 7 hat. Hm. Also ich bin natürlich groß Ärzte-Fan, ja, kann man so sagen. Aber meine Lieblingsalben sind bei Electric Light Orchestra und bei The White Stripes, weil die halt viele Alben haben, die eben keine so Ausreißer haben. Hm. Also eine 5 zum Beispiel ist für mich ein Song, den würde ich skippen. Eine 6 Rennen ist so, laufen. Ja, okay, geht. Ja. Weißt du? Und wenn ein Album sowas nicht hat, dann ist es halt richtig geil. Der hat dann mir auch wegen dem Song, wegen dir, ganz viele Briefe bekommen von irgendwelchen Vereinen für die deutsche Sprache, weil es ja deinetwegen heißt und nicht wegen dir. Ja, aber da gibt es ja auch ganz viele Beispiele, wo Umgangssprache dann irgendwann halt im Duden gelandet ist, weil es einfach so oft gesagt wurde, dass es dann wieder okay ist. Sprache ist im Wandel. Ich finde wegen dir auch, glaube ich, vermeide ich. Echt, ja? Deinetwegen ein bisschen gehobener. So, ja. Ach so, zu sagen, ach, zu sagen und nicht okay, den Song. Ich dachte, den Song. Das ist mir doch scheißegal. Also, ja. Ne? So, also, andere Sachen. Ich werde oft von Milak kritisiert, deswegen, wenn ich wegen dir sage, deinetwegen. Okay. Ist ja gut. Nee, wie oft weist ihr euch denn da Schuld zu, dass das so oft passiert? Ich würde nicht Leute dafür kritisieren, aber man fühlt sich doch besser, wenn man so ein bisschen gehobener spricht. Ich sag manchmal auch so Wörter wie einstweilen. Ja, schön. Das ist einfach schön, wenn man dann das so findet, so ein Ort, wo man dieses Wort unterbringen kann, was sonst nur Professoren sagen. Also oder obsolet. Obsolet, genau. Wobei, da kann ich jetzt auch kein anderes Wort für, oder? Überholt. Hinfällig. Hinfällig überholt. Ja, okay. Ja. Die Worte sind quasi obsolet. Also, gut. Habe ich dann vorhin vielleicht falsch rausgehört, dass das für dich halt so der Inbegriff des geilen Albums ist, weil nee, das besser, ist es für mich halt nicht. Ich würde es eher hören als dunkel. Hm. Das meine ich damit. Okay.
Also für mich kam jetzt im Ranking als nächstes Dunkel. Ja. So, um das da durchgehen zu lassen. Und danach kommt halt direkt Hell, was ich nicht gedacht hätte, krass, aber womit ich eigentlich einverstanden bin. Ja. Nee, wir können gerne zu Hell gehen. Es ist für mich persönlich, ja, verurteilt mich, das beste Ärztealbum. Das allerbeste. Das allerbeste. Dafür verurteile ich dich halt gar nicht. Ich weiß noch, wie, als es rauskam, da war ich noch in meiner Einzimmerwohnung und hab mir eine vegane Erdbeermilch geholt, habe ich in mein Bett gelegt, den Song angemacht und Licht ausgemacht. Einfach nur dieses Album gehört, zweimal durchgehört. Und dann diese Erdbeermilch reingezitschelt. Währenddessen. Boah, und das war so geil. So ein geiles Erlebnis. Und ich habe gehofft, ich gelacht. Aber vielleicht warst du dann halt manipuliert, weißt du, dadurch, dass die Erdbeermilch so geil war. Ich glaube, die Erdbeermilch hat das Album besser gemacht, ja, als es ist. Ja. Das mache ich ganz oft, wenn ein Album rauskommt von irgendwie Ghost oder so, Rammstein, erstmal ins Bett legen, was Geiles süffeln oder essen und es erstmal reingenießen in die Gehörgänge. Und es hilft mir, das zu verarbeiten. Und Hell hat mich übelst abgeholt. Ich habe so viel gelacht, ja, bei, wo war es denn, wo ich übelst den Lacher hatte? Bei, Nicht Wutbürger. Bitte nicht, nee, bei Schwul. Nee, das war's nicht. Ich weiß, ich finde es gerade hier auf den ersten Blick nicht mehr, wo es war. Liebe gegen Rechts war es. Meine Freundin hieß früher Bernd. Das fand ich so witzig. Das ist Deadnaming. Finde ich persönlich nicht. Ich bin jetzt kein Transmensch, aber ich finde, in dem Moment sagt er ja, meine Freundin, er sagt ja schon sie zu ihr, hieß halt früher Bernd. Mhm. So, und jetzt halt nicht mehr. Ja, so. Aber da habe ich kritisiert, dass die vertane Chance war und zwei Tage später war Bernd meine Frau. Fände ich halt sehr viel witziger. Auch wenn das dann halt vielleicht wieder. Nee, das wäre Deadnaming gewesen. Weil halt naja, aber zu dem Zeitpunkt, als sie geheiratet haben, war es ja noch Bernd. Nee, natürlich. Ja, coming out, zwei Tage später. Was meine Braut. Ach so. Ja, ja, doch. Es ist schwierig, aber ich finde es schön, dass es nicht gemacht hat. Ach, gut. Liebe gegen Rechts und auch so dieses, die Zeile: Man braucht Liebe und etwas Mut, dann ruhig Blut und einen Hut. Ja. Fand ich mega witzig. Und warum? Also, meine Interpretation war, dass es ja um Country-Musik geht, weißt du? Man braucht eine Liebe und einen Hut, weißt du? Und da habe ich mir Fabian vorgestellt, wie er so einen Hut trägt und ganz doof guckt dabei. Dass er sich damit echt raustraut, ne? Während, mit diesem Hut. Während Mila halt meinte, das ist eine Anspielung auf du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Null. Sehe ich jetzt nicht so. Null. Was du sagst, ich habe den Hut auch immer so als Verzweiflungsreim gesehen. Nee. Aber so wie du sagst, ist es irgendwie geiler. Kann ich noch am ehesten mit leben, ja, weil es halt so Country-Song ein bisschen ist. Aber war ja. Das bei Hell nicht damals so, dass wir den gehört haben gleichzeitig und uns immer gegenseitig geschrieben haben hier, ich bin gerade bei, nee, das ist immer mit Stressy, glaube ich. Kann sein, ja. Hin und her geschrieben, oh, der Song erinnert mich an das, oh, und wir haben so gleichzeitig gehört. Aber zum Thema verpasste Textzeilen, bei, wo ist denn, letztes Lied des Sommers, wo er singt, das Thermometer fällt und niemand hält es auf. Warum nicht, niemand fängt es auf? Das Thermometer fällt, niemand fängt das auf. Ja, cooler, aber, als aufhalten. Aber ich finde halt so schon schwierig, weil sagt man das so, das Thermometer fällt, wenn es kälter wird? Die Temperatur fällt eigentlich, ne? Das Quecksilber. Das Quecksilber, das fällt aber auch nicht, das sinkt das, ja dann eher. Das ist eine Überspitzung, das bewegt sich im freien Fall, so schnell wird es kalt. Ja, aber alleine deswegen finde ich es halt schon ein bisschen, aber ja, den Song finde ich auch gut. Ja, das Ding zu dem Album, wir haben das halt komplett zerredet in unserem Podcast. An der Stelle eine kleine Podcast-Werbung für Hell, der Podcast. Beziehungsweise wie heißt haben wir es genannt? Verdummcast. Verdummcast. Produzentenwunsch. Sprecherwunsch. Ja, sowas. Sprecherwunsch. Aber auch so Songs, also alle auf Brille waren ein Song, den ich echt lieben lernen musste. Echt? Beim ersten Hören dachte ich mir noch so, irgendwie. Banger. Aber inzwischen ist er voll der Banger. Ja. Also ich muss mal sagen, Hell ist halt bei mir wahrscheinlich so low wegen ein paar Ausreißern. Was da sind, das Intro, EVJMF. So witzig. Aber man sollte es als das sehen, was es ist, ein Intro. Ja, aber ich muss es trotzdem bewerten. Menschengestalt auch nicht wegen seinem Intro verurteilt. Was nochmal? Bestie Menschengestalt auch nicht wegen seinem Intro. Was war das nochmal? Drei Gitarrentöne, die gespielt werden. Ach so, ja gut, das bewerte ich dann halt nicht. Das ist was anderes. Das ist ja kein ganzer Song. Das ist ein ganzer Song. Und 5 von 10 ist immer noch okay. Würde ich aber skippen, habe ich auch schon öfter gemacht. Aber auch da dieses irgendwie, es ist ein wie das heißt. Und dann, ich wollte es gerade sagen, ne? Handy, ja, die Join. Wie auch immer, das fand ich jetzt unfassbar witzig, weil diese Stimme, das
Ja, so aber Meter, das finde ich ja auch witzig, ja. Aber das macht ja von den Song nicht plötzlich von einer 5 zu einer 7, weil da ein Witz drin ist. Bei so, mir, weißt du? Für mich manchmal schon, wenn so ein Gag richtig gut landet. Da hörst du dir 2 Minuten Song an, um einen Gag zu manchmal hören. Manchmal schon, wirklich. Den du auch schon kennst. Manchmal schon, wirklich. Na gut. Es gibt auch von Ghost einen Song, den ich nur wegen eines ganz kurzen Parts höre, in der zweiten Strophe, wo so ein Klavier spielt, so. Du. Hm. Nur deswegen liebe ich diesen Song einfach. So bin ich halt gestrickt, ganz einfach. Hm. Tor ist für mich auch eine 5 von 10. Der Song hätte auch nicht der Held sein müssen. Der ist mega witzig. Ich weiß nicht. Ich finde den Instrumental langweilig. Und, da ist halt ein Witz drin. Es ist ein Witz drin, der wird wiederholt immer wieder. Chris Hemsworth hat meinen Körper geklaut oder war es die Schokolade? Oder war es der Käsekuchen? Und dann glaub, auch noch die Art, wie gesungen wird, finde ich halt auch irgendwie. Oder war es die Schokolade? Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das ist mir ein bisschen too much. Und der ist so offensichtlich albern, dass er mich richtig abholt. Und der größte Ausreißer auf dem Album für mich ist Fexor Sigol. Ja. Der wird am Ende für mich ein bisschen besser mit, oh, mein Alubommel. Und ah, das finde ich dann wieder ein bisschen witzig. Nee, da nicht mehr. Das ist mir, weiß ich nicht. Schön, dass wir uns da so uneinig sind. Ich finde, dass das Alubommel, das finde ich nicht witzig an der Stelle. Das ist so, er missinterpretiert diesen Alubommel. Weil ich weiß nicht, das ist ja eigentlich ein Symbol der Leute, die halt nicht sagen wollen, wir sind keine Verschwörungstheoretiker, wir haben unseren Hut zerknüllt. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Das ist nur Alufolie und da kommt gar keine Musik raus. Das glauben die ja nicht. Das ist ja eher. Also ich denke, Bela fällt da eher drauf rein, auf diesen Alubommel von den Rechtsdenkern. Aber gibt's denn einen Alubommel? Ich dachte, es geht um einen Aluhut. Nee, Bommel. Ach so. Also haben die gemacht, um halt zu symbolisieren, dass die Aluhüte, so habe ich es verstanden, dass sie ihre Aluhüte zusammenknüllen und sich als Kugel hier anbommeln. Aha. Ans okay, Kuvert. Das habe ich halt komplett nicht mitgekriegt. Ich dachte halt einfach nur, das ist so ein. Er will nicht Aluhut sagen, weil das halt öde ist. Wobei er das mit dem Sack Reis macht, was Herodes richtig rausgearbeitet hat, dass das schon richtig wack ist. Ja. In China ist ein Sack Reis umgefallen. Das ist halt, also das hat in man wirklich... In 0, nichts anders formulieren können, es wäre witzig. So. Ja. Irgendwie ein Sack landesspezifisches Getreide oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Statt so ins Gesicht, hier ist dein Gag, hier verstehst du Sack Reis, gibt's einen Spruch. So. Weil der Sack Reis-Spruch, der ist so alt, ja. der ist da fehl am Platz. Ja, und auch das Instrumental halt irgendwie, das zieht sich auch so hin und ist so monoton. Aber deswegen. Ja, nach hinten raus, aber dieses. Das ist der Takt. Ja, aber zu Walzer tanzen kann. Ja, super geil. Ja, das waren halt so die Ausreißer, aber ich finde das Album ja auch nicht scheiße. Aber hier ja Langeweile, Achtung Bielefeld, weiß ich jetzt auch nicht. Achtung Bielefeld, 8 von 10, aber jetzt mittlerweile. Nee, gar nicht, 6 von 10 muss ich sagen. Mittlerweile eine 6 plus von 10. Okay. Denn es ist ja, also ich glaube, wenn das irgendwie ein Farin-Song wäre mit einem anderen Thema, finde ich den geil. Mhm. Weil der eigentlich schon so ein bisschen ska-ig ist und so. Mhm. Aber an sich. Nee, Bielefeld gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Aber so True Romance und wie hieß denn dann der erste Song, den sie rausgebracht haben? Morgens Pauken. Mhm. Das sind für mich auch so Songs, die ich so in den Top 5 aller Zeiten sehe. Uff. Also okay, vor allem Morgens Pauken, der ist so nice. Da will ich mal deine Top 5 sehen, wenn du Morgens Pauken da drin siehst, dann... Ja, voll, doch. Also wo sind denn dann, keine Ahnung, Schrei nach Liebe, Deine Schuld und also Geschichten? Deine Schuld finde ich gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Schrei nach Liebe ist für mich so Platz 1, würde ich fast sagen. Aber dann kommt schon so... Ich bin halt so ein Mainstream-Opfer, ja. Ich mag dann so Männer sind Schweine, ist einer der besten Songs für mich. Morgens Pauken, Neues. Das sind für mich so Songs, die mich halt mega abholen. Crazy. Und True Romance, also ich weiß nicht, der holt mich auch mega ab. Hm. Na gut, dann hast du noch was du unbedingt zu diesem Album sagen willst? Weil wir haben es ja echt richtig durchgekaut. Wir haben zu Hell wirklich alles gesagt. Ja. Gut. Ja, jetzt war ich nicht. Ja, dann komm. Nein, mach weiter. Nee, du komm. Du kannst auch gerne noch was sagen. Nee, komm. Ich hab keine mehr, ich weiß nicht. Das ist dein Album des Jahrtausends, hast du gesagt, oder? Ja, tatsächlich. Also naja, für mich ist es, wenn sie damals gesagt hätten, jetzt ist Schluss, wäre ich happy gewesen. Jetzt reicht's für mich. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass das nicht das Album des Jahrtausends ist, oder? Da gibt's noch das ein oder andere Album. Ja. Aus 2003. Naja. Ja. Also bei mir in meiner Liste kommt jetzt als nächstes Die Ärzte. Das ist, glaube ich, das erste Album, als dann hier Sani weg war und die zu zweit gemacht haben. Und das hat denen wahrscheinlich gut getan, meiner Meinung nach. Ja, mit Quendoline stimmt. Und Ist das alles, Geschwisterliebe, Alleine in der Nacht. Das sind alles Songs, die sind einfach... Da wurden die geil. Ärzte, haben sie schon ziemlich, also Gwendoline, das ist ja so ein Symbol, da haben sie sich, glaube ich, auch sehr als das geformt, was sie dann auch lange waren. Ja. Ja. Geschwisterliebe ist meine einzige 10 von 10 auf diesem Album. Mhm. Das ist ein Banger. Kann ich verstehen.
Und was hat sie gesagt? Allein in der Nacht, den fand ich früher gar nicht so hammer, aber als ich den mal auf Gitarre gespielt habe, fand ich Ja. den auf einmal richtig gut. Wir haben den mal zusammengesungen auf dem Theaterplatz. Da hast du den gespielt, da haben Ah. wir den gesungen. Das ist für mich so ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Ja, also ich habe jetzt auch sonst, da ist tatsächlich dann auch keine 9. Ach doch, Sweet Sweet Grandoline ist eine 9. Aber dann halt viele 8. Wie am ersten Tag finde ich geil, allein in der Nacht. Ich bin reich. Jenseits von Eden finde ich auch gut. Ist aber ein Cover, Ich ne? weiß, aber trotzdem. Für immer, auf jeden Fall. Und zum letzten Mal. Und ich bin reich. Ja, Der ist es super ist eine 7. witzig. Der schlechteste für mich ist. Oh, 2. Haben beide eine 6, ist das alles und wir werden schön. Und ich glaube, wir werden schön, finde ich noch schlimmer. Wir werden schön. Dieses, das Habe ich mag ich gerade gar nicht nicht. im Ohr, den Ich Song. habe es natürlich jetzt übertrieben, aber diese Form von Rhythmus, Was ne. war der andere? Ist das alles, glaube ich, Ach, oder? das findest du nicht so gut? Ist das Ja. Ich finde alles? die Strophen, die zu dem Refrain vorführen, immer ziemlich Die nice, Strophen sind weil besser als zuerst der geht es ja darum, Refrain, dass, dass er irgendwie seinen ersten Sex hat oder so und dann ja. fragt, ist das alles, dann wird er vermöbelt und fragt, ist das alles, ja. Ja, ist Ja. eine gute 6 und das andere eine schlechte 6, würde ich Ja. sagen. Aber ja, der Chorus macht es für mich. Der ist halt irgendwie ein bisschen nervig und auch wieder gepaart mit, die Soundqualität ist nicht ganz so geil. Und Ich finde weiß auch, nicht. das ist das alles und alleine in der Nacht sehr ähnlich sind im Refrain. Ist das alles alleine in der Nacht? Ja. Finde ich ein bisschen sehr nah dran. Geht. Hätte ich jetzt nicht entdeckt, aber Aber finde ich insgesamt trotzdem geil. Also das klingt jetzt vielleicht alles negativ, weil das im Ranking unten ist, aber ist ja keins wirklich richtig scheiße, von daher. nee, sind alles geile Songs Und ab eigentlich. jetzt wird's ja auch, ab jetzt sind ja Album, wo Bretter sind, Jetzt ne? wird's richtig nochmal geil. Ja. Also soll ich wieder in die Übersicht hier gehen? Sehr gerne, Kannst du, ich also brauche das wenn ihr da nicht Irgendwie-Übersicht. viel zu sagen wollt, aber Geschwisterliebe habt ihr jetzt nicht zugesagt, das ist halt für mich eine 10. Ja, der ist richtig nice und natürlich sehr nice. Der wurde indiziert, durften sie nicht spielen lange Zeit, haben ihn dann auf Konzerten instrumental gespielt, dann durften die Fans nicht mitsingen, haben es aber gemacht, die bösen Kinder und also einfach geile Geschichte. Na gut, dann habe ich als nächstes ein weiteres sehr neues Album. Jazz ist anders. Ja, das, also für mich ist das, warte, Platz 2. Dachte ich mir, du bist ja eher so New School irgendwie. Mega. Ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen dafür, weil ich weiß, dass viele Fans das anders sehen. Aber ich bin eben auch anders. Ich bin anders als anders. Du Und bist das ist, Jazz, könnte man sagen. ich bin Jazz. Und das ist für mich das Album, was ich habe, wo ich die Ärzte kennengelernt habe, ja. Ich saß eines Tages, wollte ich in die Badewanne gehen, noch damals bei meinen Eltern zu Hause. Er bei Milch in der Flosse. Bitte? Er bei Milch in der Flosse. Genau, nee. Glaube ich gar nichts und wollte Musik hören. Und mein Bruder hatte im CD-Player eine, ich kann es jetzt heute sagen, eine gebrannte CD drin. Und ich wusste nicht, was es ist. Ich dachte mir, ich höre mal rein. Reingemacht, in die Badewanne gelegt. Und dann kam halt die Offenbarung: Jazz ist anders von die Ärzte. Und ich kannte die, aber nicht so gut und bin richtig Fan geworden deswegen. Viele finden das Himmelblau so geil. Ich finde das nur so semi. Ja, Himmelblau ist bei Was mir schon auch eine 9. macht diesen Also, Song gut? es hat, Fahren Urlaub hat ganz oft so Songs, die sich so anhören, wie als wären die so auf einem offenen Feld, so vom Ja, Gefühl. Weißt du, was ich ja, meine? ja. So unter freiem Himmel irgendwie. Wahrscheinlich auch in der Form von Hall, der doppelt ja auch gerne mal die Stimme so. Und der hat das auch für mich. Pakistan zum Beispiel hat das am meisten von allen Songs, die ich so Stimmt. kenne. Von Furt. Da schreit er ja auch so ein bisschen so. Mit So, weißt du, dieses. Und dieses Gefühl finde ich immer ganz geil und das ist halt bei Himmelblau auch sehr stark. Ja, es ist für mich so ein Feriengefühl, wie die Ferien fangen an. Der Sommer ist vor dir. Und es war ja auch zu meiner Schulzeit noch. Und ich weiß nicht, der Ja, Song ist richtig, richtig aber nice. ich muss halt sagen, dieses Yeah, das ist halt so ein bisschen. Bisschen muss ich Ich mich wollte dran gewöhnen. damals dieses Tokyo Hotel mitnehmen noch, ne? Ja. Ein bisschen. Ich habe mir kürzlich, tu das nicht, das hatte ich irgendwie nicht in so guter Erinnerung behalten. Ich weiß nicht warum, aber fuck, ist das Das geil. ist richtig gut, ja. Naja, Ja. am Anfang ist es halt relativ langweilig, sage ich mal, instrumental, aber nach hinten raus wird es halt einfach großartig. Er dreht ja dann völlig durch und fängt dann an zu schreien und knast und hast du nicht Das gesehen? geht ja da Das um ist für mich, Raubkopien. das, ja genau, der Raubkopie-Song für Leute, die es vielleicht nicht wissen, aber das ist für mich, das ist witziger Humor, weißt du? Ja. Nicht Sack-Reis so, sondern halt. Da draußen, da herrscht Krieg. Dann auch dieser Twist, dann stirbst du irgendwann, auf deiner Beerdigung wird keine Musik laufen, weil du Ja. halt Musik geraubt hast. Fand Ja. ich richtig nice. Dieses Album hat für mich, obwohl es noch relativ low ist im Ranking, hat es aber 3 absolute 10 von 10. Und ja, da ist Lasse Reden auch dabei. Ja, voll nice, ja. Junge ist auch dabei.
Und wir sind die Besten auf der Bonus-EP. Mhm. Das ist ein Brett. Geht. Wir sind die Besten ist eher so ein Song, wo ich denke, naja, ist eher solide. Aber das ist alleine das Instrumental ist einfach so geil. Das ist cool, das klar. Ist absolut catchy. Und so ein richtiger Ausreißer ist halt nicht da. Hier ist nicht mal eine... Ach doch, die schlechteste Bewertung ist, wir waren die Besten und das ist eine 6 von 10. Aber es ja. ist die einzige 6, alles andere ist mindestens 7. Jazz ist anders, also kein schlechtes Album. Ja. Ist schon sehr solide. Ich glaube, dass nur ein Kuss hat mich auch sehr abgeholt damals, mhm. weil es sehr, sehr dramatisch war. Und am Ende, wo halt dann Farin den Ex-Freund seiner Ex-Freundin quasi trifft. Also das ist eine Geschichte, wo ein Typ Farin seine Freundin wegnimmt und so, aber sie auch dann verlässt und sie stirbt dann deswegen, dass er sie dann ihn aufsucht, ihn einen Baum bindet und das Herz rausschneidet. Und diese Zeile, ich steht den Fremden auf, bloß ein kleines Stück, und ich holte mir mein Herz zurück. Fand ich halt richtig, richtig, wow, Gänsehaut. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Song, den man vor Augen sieht. Eine richtige ja. Erzählung. Ja. Vorbei ist vorbei, find's gut, ja? Ja, vorbei ist richtig gut. Okay. Auch für letzten Album, für letzten Song auf dem Album. Finde ich ein bisschen öde, aber... Kennt ihr auch die Economy-Version von dem ja, Album? Ja, ich habe die mal gehört, aber schon lange her. Living Hell habe ich hier noch als eine 9. Den ja, mag ich sehr. Stimmt. Zu viel Sex, zu wenig Schlaf, wofür werde ich denn nur bestraft? Gerade wenn der anfängt, ist so geil, Alter. Der Anfang von dem Song. Ja, stimmt. Ist richtig gut, Alter. Auch textlich so. Die Sonne scheint, genau, ja. Sie waren Gogh gemalt. Ja, stimmt. Mehr davon. Ist ein Album, was, weiß ich nicht, das kann ich mir immer anhören. Das ist einfach immer nice. Ist, glaube ich, auch im... Also ich fand das, als das neu war, irgendwie nicht so krass. Aber jetzt so rückblickend, ist, glaube ich, gut, quasi gegart wie ein Wein. Mhm, könnte man sagen. Und Junge war damals übelst nervig. Weil das überall lief. Aber ja, heute ist das übelst cooler Song. So. Ja, deswegen versuche ich das halt auszublenden. Klar, Lass reden lief auch ununterbrochen. Das war ja, glaube ich, der Hit irgendwie. Stimmt. Bis dann Männer und Frauen kamen. Und trotzdem, der ist halt geil. Der ist halt, glaube ich, auch komplett, ist der nicht komplett digital oder so? Der fängt doch so richtig... Lass reden? War das nicht der? Klar. Nee, warte mal. Nee, ich glaube nicht. Wie fängt Lasse reden an? Jetzt war ich gerade bei Wir sind die Besten. Yeah. Ach so, ja, genau. Ja, aber ist so ähnlich. Ist so ein ähnliches Ding. Egal. Nein, jetzt wollte ich nicht mehr machen. Ja, zu spät. Ja. Warst zu langsam. Ja, aber schon auch geil. Also ist ja bei mir irgendwie bei, was ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Platz 8. Mhm, schade. Also ist ja trotzdem recht hoch. Alle Ärzte-Alben sind weit oben für mich im Vergleich zu anderen Alben. Ja, beim nächsten, falls ihr nichts mehr sagen wollt, hat Herr Rotes schon gesagt, dass das für ihn ein absolutes Brett ist, ist bei mir nur auf der 7 Planet Punk. Ich muss ganz kurz auf die ist für mich nicht ein absolutes Brett, aber ich höre von vielen, dass das der absolute Favorit von der NC-Agenz ist. Da kommen wir halt zu dem Problem, dass da auch so Dinger drauf sind wie mein Freund Michael und so, ne? Ja gut, den der darf man wirklich kommen, gerne mal skippen. Echt, der ist übelst geil. Wiederholt sich doch. Ja, der ist übelst geil, eine Minute lang. Ja. Und dann reicht's auch. Das ist doch der Gag, dass es doch um Formel 1 geht, was halt übelst langweilig ist und alles dreht sich im Kreis und der Song eben auch. Das ist doch ja, der ganze aber Gag. Wir machen aus Gag Scheiße, ist halt trotzdem noch Scheiße, finde ich. Und es wird doch noch variabel in dem Song. Am Ende dieses der Unfall von Schumacher dann so... Und dann wieder... Ja, also klar, beim ersten Mal fand ich ihn auch witzig, aber jetzt, je öfter man den hört, ist so, der nimmt ab auf jeden Fall. Aber schon dieses A Cappella-Ding finde ich halt richtig nice, so Bela so brumm, brumm, brumm. Weiß ich nicht, das ist einer der besten Songs auf dem Album für mich. Da hatte ich dir aber geschrieben, noch vor Monaten, als wir diese Idee hatten, das zu machen, dass Planet Punk für mich der beste Einstieg in ein Album ist. Die ersten 3 Songs, ja, Super also, 3, Schundersong, so. Hurra. Absolut. Geh mit mir finde ich auch geil, komme ich aber gleich drauf. Aber ich mag so Song oder wenn so Wir sind wieder zurück Songs kommen, witzig, die am Anfang des Albums stehen. Ja. 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 Weiß ich, das gibt es ja auch hier, genau. Von den bösen Onkels. Genau. Ja, ja. Das finde ich, das ist so, das reiht sich das so ein. Das muss die neue Onkel sein. Das finde ich immer Mama ziemlich cool. An zu weinen. Weil wenn du ein Album reintust und das erste, das kommt, hallo, das ist der erste Track vom neuen Album. Wir sind da, hallo. Muss hallo, gut hallo. Gemacht sein, finde ich. Ey, Super 3 ist richtig geil. Ein Schunder-Song, auf jeden Fall auch einen neuen Hurra. Ja, geil. Hurra nicht. Also Hurra ist ein Song, was? Den hatten wir in der Schule immer. Den mussten wir so oft singen und auch unsere Schulband hatte mir so versaut, den Song. Den kann ich mir gar nicht mehr anhören. Ich finde Hurra ganz, ganz schlimm. Na gut. Hater. Ja. Langweilig,
damals für mich auch so richtig, der hat schon 12 Mal unaniert, Alter, haha, lol, ja. Als Kind so. Aber Nee mit mir, den finde ich total geil, weil das komplette Lied, wie er irgendwie gefühlt das ganze Leben mit ihr verbringt und am Ende kommt raus, dass es alles nur in der Sekunde stattgefunden hat, in der sie halt vorbeilaufen ließ. Ja. Ich weiß nicht, das hatte mich irgendwie. Ja, die Idee finde ich ja auch gut, aber der Song holt mich halt musikalisch nicht so ab. Es kommt eine Meinung, die ihr nicht teilen werdet, aber Rod Loves You ist ein Song, den ich richtig nice finde. Das teile ich. Echt? Auch Robin nicht? Ja, ich fand den so. Nee, eine 8 von 10 kann der schon knapp sein. Eine 8? Echt? Ich hätte bei dir gedacht, dass du ihn so auf der 6 hast. Nee, der ist halt was anderes. Ist okay. Doch. Ist ein guter Song. Und dann, Alter, das ist halt hier richtig geil. Ab Nazareth sind alles 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8. Ja, mit Recht. Also. Die letzte, also das Album ist richtig gut, kann man nicht sagen. Die Hälfte sackt ab mit der Misanthrop und Vermissen Baby. Ja. Und Mein Freund Michael. Aber dann explodierte Freundin, Banane, BSL, traurige Ballade zu sehen. Nazareth ist auch geil, oder? Naja, ist eine 8 für mich. Ich finde es inhaltlich lustig, dass man da ums Popelessen geht, fand ich witzig, aber ich fand's, den höre ich mir nicht so oft an. Ja, hör den nochmal. Mach mal wirklich. Ich habe auch gedacht, dass der scheiße ist, aber dann. Und auch so Top 10 für mich insgesamt ist Meine explodierte Freundin. Ist mit drin, ja. Ja, den finde ich richtig nice, tatsächlich. Ist ein Banger auf jeden Fall. Die Banane. Ich habe diese Line früher nicht verstanden, aus Gründen, dass ich jung war. Mit Fellatio? Ja, oder? Ja. Sie ist zur Nahrungsaufnahme für den Herrn eine Fellatio-Reklame. Das ist schon richtig geil. Ich habe erst vor wenigen Jahren rausgefunden, dass die Line halt genau das, also das ist das heißt. Und dachte ich so, Alter. Wow. Ich habe erst einen Blowjob bekommen und lachte über den Song nach. Ach, das meinen die. Hey, Schatz. Trick 17MS. Ja, was sagt man da heutzutage zu Tino? Du und mit deiner Theaterbubble da. Angeschissen, Transvestit, Frau mit Glied. Ist das schlecht jetzt heutzutage, oder? Frau mit Glied, das ist doch nicht der Song. Ist das nicht der? Nee. Das ist doch der, Bush-Up-BH. Nein, das ist ein anderer, das ist N-Punkt irgendwas. Ach so. Dann war das, ich habe einen kleinen Hund, der pinkelt mir die Bude voll. War das das? Nee. Das, jetzt hören wir rein. Glaube ich eher, doch. Es war eher dieses. Jetzt gucken wir rein, Trick 17. Bei mir ist Hans Küchenmeister. Jetzt bin ich durcheinander. Ja. Richtige Ach so, Fans. Ja, stimmt. Okay, ja, das ist halt mit diesen komischen Bezeichnungen, ne? Ja. Da ist es immer schwierig, diese Songs. Ja, okay, das kann natürlich sein. Aber Ich will sterben, ist es dann im Chorus, ne? Genau. Ja, okay. Ah, ja, ich okay. will sterben, ja, okay. Deswegen ist der eine 9 von mir auch, ja. Weil das fand ich als Kind auch immer beeindruckend. Guck mal, der singt, dass er sterben will. Aber jetzt bin ich gar nicht in der Falle getappt wie du, krass. Ja. Ich bin eben der größere Ärzte-Fan, was soll ich sagen? Ja, einfach ist einfach so. Na, das andere ist ja, das, was du sagst, N irgendwas, ist irgendwie die Bezeichnung für Dauererektion, wissenschaftliche. Genau. Und BSL, das war ein Song, den ich anfangs gar nicht mochte, aber lieben gelernt habe. Ja, auch eine 8. Wie gesagt, die ganze Hälfte, da geht nichts unter 8, das ist alles gut. Ich höre so gerne BSL. Aber wenn ich BSL gar nicht kenne. Ja, das ist scheiße. Das ist doch damals einfach nur so eine neue Dingsens gewesen, oder? So eine neue Art von. Hatte halt die neuesten Stereoanlagen, hatten das dann halt, weißt du? So ein neues Soundsystem oder so, glaube ich. Also und Opfer fand ich auch ein bisschen, naja. Nee, das ist übelst gut. Coole Aussage, aber höre ich nicht so übelst häufig. Gut. Ist musikalisch für mich. In den Tiefen, alleine das so hätte Menschen sein müssen, weißt du? Ja, das Intro ist geil, aber dann so dieses, ich bin nur ein Opfer des Kapitalismus. Nee, gerade, Alter, gerade dieser Cut, ja, von diesem Gesang und dann, ich verkaufe Terror, das ist übelst geil. So hätte Menschen sein müssen. Ja, dramaturgisch nice, aber es ist ein Song, den ich nicht so oft höre. Ich kann ihn wertschätzen, aber für mich ist er nicht so spannend. Na gut. I'm sorry. Ich gestatte dies. Danke. Oh, können wir über den Song Sex Me Baby reden? Oh ja, der ist geil. Danke, das war's. Mehr müssen wir nicht machen. War das eine B-Seite? Sex Me Baby, Sex Me Baby, bis die Schwarte kracht. Warum Ska? Übelst geil. Ja, also die B-Seiten habe ich halt nicht mitbewertet. So, aber die sind ja, richtig nice. Auf jeden Fall. Ja, warte ja, mal, Sex Me Baby, sie ist ja im Wesentlichen irgendwie auch so ein bisschen links angehaucht und er gefällt ihr, indem er ihr zunickt, aber merkt, die will die ganze Zeit sie nur bimsen. Das finde ich halt ultra witzig. Hm. Schön. Ja, wir hassen Bullen und Grundgesetz. B-U-M-S-E-N. Genau, stimmt. B-U-M-M-S-E-N. Ja, so, doch, ja. Ist auch ein Spanger. Gut, habt ihr sonst noch was auf dem Album? Nee, ist okay, wir machen weiter. Willst du, wenn wir fertig werden? Nee, will ich nicht. Ich will hier nur durchmoderieren. Okay.
Gut. Ich muss pinkeln ganz dringend. Echt, ja? Ja. Dann mach das halt. Mach solange, das mal ganz kurz. Solange sage ich, das nächste Album wäre bei mir in der Liste nicht die ganze Wahrheit. Das ist Platz 6 an dieser Stelle und voll mit Bängern. Oh, da ist ja Elke drauf. Da ist nämlich auch Elke drauf, was eine 10 von 10 ist bei mir. Nee, für den Song schäme ich mich. Ich schäme mich für den. Ja, fette Menschen gibt's heute nicht mehr. Gott, oh Gott. Baby, ich tue's gar. Wilde Welt, Westerland. Okay. Westerland muss eine 10 von 10 sein. Auch, allein aus historischen, ne? Gründen. Ja. Ja. Ich will dich. Wie ging ich will dich nochmal? Weiß ich nicht. Ist eine 6. Also scheint nicht ganz so gut zu sein. Bloom, okay. Außerirdische. Echt zu spät erst. Siegerin, bitte, bitte. Das auch sehr beliebt bei in der Szene. In der Szene, ja, bitte, bitte. Ist auch eine 9 auf jeden Fall. Ist da gute Zeit und Schwanz ab. Ich müsste mir, ich will dich noch. Ich finde, bei Bitte, bitte ist das so geil, was da alles für Instrumente und weißt du, irgendwelche Hammerschläge und Amboss und so. Das ist richtig gut. Ja. Also es ist jetzt kein Song, den ich irgendwie mir so bewusst mal anmache, aber wenn er läuft, denke ich mir, Alter, was ein Brett. Schwanz ab habe ich auch eine 9 gegeben, weil ich den irgendwie... Das geht einfach runter. Ah, okay, das war das. Baby, ich will Mädchen, mach mich nicht so an. Ja, das hat mir gefallen, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, der reiht sich ein in so eine Liste von halbgaren Bela-Liebessongs irgendwie. Ja, bedauerlicherweise ist er auch ein bisschen Nostalgie-Spielerei, ne? Ein Stück weit, wenn man das zu einer Zeit gehört hat. Popstar. Die einen da so dran erinnert. Popstar ist genauso irgendwie, das ist... Ich bin ein Papa, ganz fürchterlich. Popstar finde ich auch langweilig. Ja, ganz fürchterlich. So, was für Songs sind das denn nochmal, oder? Elke, komm. Ja, haben wir schon gesagt. Es ist ein Body-Shaming-Song, gebe ich zu. Gibst du zu, ja, das ist ja mutig von dir. Geb ich zu. Da steht jemand auf. Aber ich finde den richtig toll. Also ich sage mal, ich finde an dem Song eher schlimm, dass es an eine bestimmte Person ging, was ich halt früher nicht wusste, als dass es darum geht, dass sie fett ist. Nee, gerade weil es um eine Person geht, finde ich es irgendwie gut. Weil die Geschichte ist ja auch, dass, ihr kennt die Geschichte ja, dass zwei Fans angerufen haben, die genervt haben und so. Und dann hat Farin gesagt, wenn ihr noch einmal anruft, mach mal einen Song über euch. Und es waren da zwei dicke Mädchen. Dann haben die halt über die dicke Elke geschrieben. Ja, nee, aber Fette. Es geht ja noch weiter. Die Elke war ja dann später im Publikum und wollte ihren Song dann hören und ist dann irgendwie heulend und kam nie wieder. Nee, sie fand es wohl erst geil, viele Konzerte. Aber irgendwann muss es Farin nur so streng gesungen haben, in ihre Augen, dass sie weinend rausgerannt ist. Oh. Also, okay, gut, da hast du es nochmal besser. Ja, aber das finde ich halt viel schlimmer als die Thematik, dass das Body-Shaming ist, weißt du? Das eine ist halt Mobbing und das andere ist, ja, also ist du ja, wiegst halt viel. Es ist ja beides ineinander. Also, es ist ja Body-Shaming aufgrund, also Mobbing aufgrund von Body-Shaming. Ja. Und Bitte, bitte ist ein Song, den ich auch richtig geil finde, den Kraftklub geklaut haben. Kennt ihr den Song Sklave von denen? Dein Sklave. Ist das naja, der? Aber ja, genau, heißt es, also ja, was ja, heißt geklaut? Die haben das doch, also ist doch eher Hommage, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich denke mal schon. Also da Farin Urlaub auch schon in Kraftklub-Songs mitgesungen hat, vermute ich schon. Also es war jetzt auch nicht versteckt, glaube ich. Ich kenne mich nicht so aus in der Diskografie bei Kraftklub, aber ich lass mich dein Sklave sein, das ist schon, glaube ich, offensichtlich. Ich glaube, bei Fenster hat Farin mitgesungen. Ja. Ja, sind Bretter bei. Und halt Westerland aus den historischen Gründen, dass es ja einer der Songs ist, weshalb die Band wieder zusammenkam. Westerland, ich dachte, das ist doch der letzte Song gewesen von denen. Das war ein Trennungssong. Also wie jetzt der letzte Song? Ich dachte, das war so einer der letzten Singles, Westerland. Ja, genau. Und der lief dann wohl irgendwo, wo Farin das gehört hat und dachte so, oh, jetzt habe ich wieder doch Bock auf Ärzte. Ah, ach so. Oder so oder weil so die da ähnlich, alle mitgesungen, ne? Haben. Und er so, vielleicht ist es ja doch ein ganz großes Projekt, was wir haben. Blumen ist noch richtig nice. Mhm. Also ich als alter Vegetarier, Veganer. Damals wahrscheinlich noch ironisch gemeint, aber inzwischen ist ja Bela Veganer. Mhm. Ja, das kann wirklich sein. Ja. Außerirdische hat mein Mädchen geklaut, fand ich noch. Ist eine 9, ist eine 9. Ja. Ist ja witzig, weil meine explodierte Freundin darauf dann wieder Bezug nimmt. Genau. Aber es gibt diesen einen Song nicht, der da auch, ne? Als die erste explodierte, als die vierte explodierte, die nächste Worte von Außerirdischen irgendwann. Versteinerte, das war genau, versteinerte. Der Song fehlt noch, da könntest du die Ärzte nicht auflösen. Ist so, genau das meine ich.
sie versteinerte, das fand ich ganz normal. Also den Song das möchte ich bitte. Das fand ich ganz normal, das war nicht ganz normal, ich bin nicht sicher. Das, ich glaube, das fand ich ganz normal. Okay. Die erste halt, eine Freundin Nummer 2 war es auch bald vorbei, sie versteinerte, das fand ich ganz normal, ja, glaube ich. Aber als meine erste große Liebe ganz spontan in Flammen stand, gibt es stimmt, dazu? Stimmt, gibt es auch, ja, auch. Da fehlt ja noch einiges. Na, da müsste aber also jetzt Bela ran. Und so, wenn ihr das hört, ne? Ran. Da fehlen noch ein paar Songs. So, also er sagt ja dann am Ende, als die vierte explodierte, wurde mir dann langsam klar. Mhm. Also vorher war noch alles cool. Okay. Ja. Und Gute Zeit ist ein Song, den ich an sich auch nicht gerne höre, den ich aber ständig als Ohrwurm habe. Mhm. So random einfach. Mhm. Mhm. Weil du so oft eine gute Zeit einfach hast. Ja, stimmt. Ja. Ich habe ein geiles Leben. Ist so. Baby, ich tue es, ist auch witzig. Baby, ich tue es, Baby, ich tue es. Machen wir halt über eine Stunde, ja, ne? Ja, ja, easy, aber wahrscheinlich nicht so viel, aber klar. Und Westerland ist ein Song, den ich nicht gerne höre. Ist eine 10. Gleicher Effekt wie bei Hurra. Auch so ein Schulsong, den wir ständig gesungen haben, den die Schulband spielen musste. Und ich war damals in der Schulband und es ist so eklig gewesen, so anstrengend, so schlecht performt. Ich kann den Song nicht mehr hören. Hm. Kennst du das auf Kirmse? Der Westerland hat ja 2 Strophen und dann kommt der Refrain und alle singen den, ja, Refrain immer schon nach der ersten Strophe und ich könnte die Ärzte Schnauze selber hauen. Auch die Ärzte selber manchmal bei Live-Aufnahmen, das ist voll verkacken. Ich könnte die Schnauze hauen. Auch die Ärzte. Ja. Einfach so rein. Also ich muss sagen, jetzt komme ich bei meinem Ranking. Jetzt kommt die Creme der Creme. Jetzt wir sind bei den Top 5, aber jetzt komme ich an die einzige Diskrepanz, die ich habe. Da ist jetzt ein Album, laut meinem Ranking, wissenschaftlich und nicht gefühlt, auf Platz 5, was ich eher wahrscheinlich auf Platz 2 sehen würde. Ja. Deswegen schiebe ich es jetzt einfach mal auf Platz 2 und übergehe das. Okay. So, dann gehe ich zu Platz 4, was jetzt halt Platz 5 ist. Die Bestie in Menschengestalt. Ja, finde ich fair. Ist ein absolutes Brett. Hat stimmt, aber, glaube ich, auch 1-2 Songs, die halt so ein bisschen, also keine 6 sehe ich hier gerade. Schopenhauer für uns, Deutschrock-Girl, Gehirnsturm, das sind so 7. Aber 7 ist ja trotzdem noch ein solider Song, ne? Oh, es gibt doch auch einen Song, der Punkrock-Girl heißt. Jetzt frage ich mich, was zuerst da war. Das weiß ich gerade gar nicht. Das wird eine B-Seite sein, oder? Ich glaube, Punkrock Girl ist eine B-Seite, die okay ist auch auf Best Aufgabe, oder? Ja, kann sein, ja. Ja, genau, hier Intro habe ich halt nicht bewertet, Schrei nach Liebe, 10 von 10, aber das ist halt die einzige 10 von 10 auf dem Album. Mhm. Das andere Album, was ich jetzt auf die 2 geschoben habe, hat halt viel mehr 10 von 10, aber halt ein paar auch Ausreißer. Ich würde sogar fast sagen, dass Schrei nach Liebe eine 11 von 10 ist. Na. Schrei nach Liebe ist für mich so der Ärzte-Song, den ich schon immer geil fand und der mich als linksradikaler Typi radikalisiert hat. Mega abholt. Ja, aber das haben die auch absolut richtig gemacht. Waren halt weg, kommen halt wieder, müssen sich neu erfinden und kommen mit sowas wieder. Das ist also wirklich auch wirklich, also wie sehr kann man ins Ziel treffen? Zum ersten Mal auch ein Song, der politisch war, den hatten sie ja vorher nicht gehabt. Hm. Fa ist ein Song, den ich hervorheben will, weil der einfach mega witzig ist. Diese Parodie auf Fanta 4 und so, diese Rap-Musik mit diesen schlechten Reimen drin, fand ich halt richtig witzig. Ich habe hier noch einen neuen bei Kopf über in die Hölle. Ja, das ist ein typischer Robin mag den Song. Ja, aber alleine, das ist echt schon geil. Das Intro da auch richtig geil. Und Mach die Augen zu ist auch einen neuen. Ja. Hab ich erst später wertschätzen gelernt, Mach die Augen zu und Küss mich. War erst so ein Song beim ersten Mal hören, dass ich dachte, naja, eine Ballade, ein bisschen langweilig, aber je öfter du den hörst und auch bei Live-Konzerten mitbekommst, ist der richtig toll. Und mit dem Schwert nach Polen? Ja. Nicht? Ja. Doch. Aber ich finde, der knallt auch auf Rock'n'Roll Realschule ganz gut. Ja, kommen wir vielleicht dann noch dazu, weil das habe ich nicht bewertet, aber das ist auch ein richtig geiles Album. Also. Was für mich ein Song ist, der hervorsticht, was viele nicht so sehen werden, ist die 12, die Allerschürfste. Okay. Dieser Punk-Tango-Song. Ja. Das ist auch, was mich musikalisch mega abholt. Ich glaube, den fände ich besser, wenn man nicht die ganze Zeit so singen würde. Ist ja witzig, aber wenn man es öfter hört, dann halt nicht mehr so. Ach so, naja. Ja, das schaffst du für mich. Bist du aber, Nick, ich finde ja widerlich. Ja. Das ist doch eher so dieses Berliner Dialektmäßige, ne? Mhm. Was er da so hervorhebt. Ja, durchaus. Und das ist auch also einfach musikalisch so großartig. Auch dieses Ende da mit den Trompeten, wo es so richtig so ska wird, finde ich halt richtig geil. Wo ordnet ihr den Friedenspanzer ein? Der das ist auch so ein relativ ärztiger Song, oder? Ja, der ist eine 8, der ist geil, aber... Solide. Ja, also muss ich nicht öfter hören. Ach nicht? Krass. Das ist halt auch wieder, weil das so Friedenspanzer... Ich mag halt solche Chori nicht. Okay. Ich finde auch den Gag nur so mittelgut mit dem Friedenspanzer.
Er schießt Liebe in dein Herz, finde ich ein bisschen, naja, ist wie du offensichtlich. Vorhin, wie du vorhin sagtest, dass die Strophen finde ich da besser als den. Ja, stimmt. Ja, ist ja okay. Also, ich finde, der Song lebt ja nicht nur vom Refrain. Ja. Was ich halt richtig geil finde, ist das Instrumental bei Liberté. Ja. Wenn das dann nicht auch so komisch gesungen wäre, so ein bisschen nervig, fände ich den noch besser als eine 8. Aber dieses du, 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 das ist richtig geil. Mir kam die Idee, heute Morgen beim Duschen hatte ich Liberté gehört und da ist mir aufgefallen, dass Liberté ja auch ein Wort ist für Freiheit. Liberté, ob das Absicht war. Das ist für Absicht. Zumindest habe ich das von vieler Seite gehört, dass das Wortspiel ist. Ist mir nie aufgefallen vorher. Erst heute Morgen tatsächlich. Oh, siehst du? Gut vorbereitet. Ja, krass. Ja, also ich dachte ja auch so, Freiheit von Drogen ist ja eigentlich eine gute Sache, weißt du? Hm. Von daher. Stimmt. Oma Boy als, das ist halt witzig, Oma Boy, weil sie am Anfang sagen, es kommt ein ganz besonders gutes Lied, es kommt nicht was von Flachlegen drin vor und wir sind jetzt ganz reif. Und dann, hier dann wieder Flachlegen. Ja, einfach nochmal das einfach reingefügt. Ja. Ja, das fand ich auch richtig riesig. Doch, Oma Boy, aber ich muss sagen, Menopause Front ist auf jeden Fall der bessere Oma Boy. Nee, ich mag den auch sehr. Was sagt ihr denn zu Dos Corazones? Dos Corazones. Hab ich gerade gar nicht im Ohr, ehrlich gesagt. Naja, den kann ich jetzt auch schlecht singen. Ja. Der ist halt auf Spanisch. Das war so Rotz Einstieg quasi in die Band. Ja. Hallo, ich bin Ausländer. Hab mich lieb. Nee, hat er keinen anderen Song? Ist das echt der einzige? Auf jeden Fall. Da, Friedenspanzer. Guck doch. Ja, stimmt. Der ist musikalisch wahrscheinlich wieder von ihm und textlich von Bela. Das machen die ja meistens, dass Rott die Musik schreibt und Bela dann die Texte. Oh, hat der nicht irgendwo mal gesungen? Das wäre ja wild. Ich dachte, der hat... Ich glaube, Rott hört man wirklich nur in Dos Corazones. Krass. Das kann sein. Und Wenn es Abend wird. Auch ein Song, den ich richtig toll finde. Ist ein bisschen zu lang. Ja, 6 Minuten 30 ist eine Ansage, aber die Strophen sind schon ganz witzig. Da sind Momente bei. So ein Volksmusik-Song finde ich halt... Also, ich mag ja so ironische Schlager und ironische Volksmusik-Songs. Gut. Habt ihr da irgendwie so einen richtigen Ausreißer, wenn ihr da so durchguckt? Negativen Ausreißer? Ja. Dann. Also für mich ist wahrscheinlich, wie gesagt, unter 7 geht's eh nicht, aber ich glaube, ich würde das Album beenden, bevor Wenn es Abend wird läuft. Okay. Okay. Und Quark finde ich noch sehr gut, den es auch in zweifacher Ausgabe gibt. Einmal Quark politisch und unpolitisch, ne? Also ich glaube, Schopenhauer ist tatsächlich für mich am ehesten noch der Schwächste, wobei ich den auch gut finde, aber diese Zwischenparts sind halt so ein bisschen anstrengender. Ein Quark und Bundestag fand ich auch riesig, den Reim. Ja, okay. Na gut. Aber du redest Quark den ganzen Tag, ist genauso Quatsch. Also, ja, eben, das ist so großartig. So, wir sind jetzt quasi bei den Top 4 und hier fangen meine 8er-Bewertung an, also für die Durchschnittswertung des Albums über 8. Mhm. Ja. Ich habe Debil mit 8,01. Debil ist richtig das gut. Das Debütalbum der Ärzte sozusagen. Ja, die Ärzte. Das ist schon also absolutes Brett. Ich wusste auch gar nicht, dass das eine Jungsseite und eine Mädchenseite hat. Das war nur auf Kassette, glaube ich, so, oder? Auf Schallplatte vermutlich, oder? Dann weiß ich es nicht mehr genau. Also ja, ich habe das damals als Raubkopie von meiner Schwester bekommen. Mhm. Und da war das halt einfach, ich glaube, auch in der falschen Reihenfolge und so. Ja, ich hatte es auf CD, deshalb hat es, glaube ich, nicht... Da sind so Songs drauf wie Claudia hat einen Schäferhund und Paul und Zu spät was halt, und Schlaflied, was halt so die, weiß nicht, Ärzte-Songs schlechthin sind irgendwie, die alle kennen. Ich sehe an meiner Bewertung, dass ich die Mädchenseite sehr viel besser finde. Da ist Mr. Sexpistols mit einer 5. Du bist ein Mädchen. Ja, aber Mädchen ist richtig, also ist eine 7, aber trotzdem nicht gut. Micha, Zu spät, Roter Minirock und Schlaflied mit einer 10. Schlaflied ist einfach legendär für mich. Schlaflied ist großartig. Und ich erschrecke jedes Mal bei diesem Bu, wenn das kommt. Jedes Mal Kopfhörer höre. Und es gab mal so, wo ich abends Probe hatte im Theater und ich bin hingelaufen, es war übelst dunkel und bin nach Hause gelaufen, hab den Song gehört, dann kam dieses Bu. Ich bin übelst zusammengezuckt so. Dachte, du verarscht mich, Alter. Echt? Nee, ohne Spaß. Was? Ich laufe nach Hause, es war so nachts 10:30 oder so, wir hatten übelst lange Probe und laufe nach Hause und dann kommt dieses Bu und ich bin übelst zusammengezuckt. Ja, also Zu spät ist ja auch irgendwie... Im Ärzte-Fan-Kosmos einer der beliebtesten, den müssen sie ja immer am Ende spielen. Ne? Mhm. Ist halt schon auch ein Banger so. Das war, glaube ich, deren erstes Ding so. Das waren also diese Bravo-Ärzte-Tschüss-Pulli. Ja, echt? Ja. Aber es ist in meiner Fall. Aber Zu spät ist so ein Song, das
ist wieder so ein Schuleffekt, den kann ich mir nicht mehr anhören. Hm. Der ist für mich so richtig ausgelutscht durch mein Musiklehrer. Roter Minirock ist halt für mich, ich weiß nicht warum, aber der hat so einen positiven Vibe für mich irgendwie. Richtig geil. Und manchmal bescheißt sie mit dem Wechselgeld, das ist einfach so unschuldig, süß, witzig. Ja, stimmt. Love it. Aber da gibt es keinen Downer in dem Album, oder? Naja, Mr. Sex Pistols ist halt echt irgendwie ein bisschen nervig für mich. Ja, im Vergleich stinkt er ein bisschen. Ich finde auch Paul im Vergleich nicht so geil. Doch, das ist eine 9. Mhm. Alleine, weil wir haben ja hier eine bestimmte Beziehung zu einem Bademeister. Mhm. Alleine deswegen. Ja, aber der macht auf jeden Fall nicht die Mädchen klar. Ja. Und auch hier zum ersten Mal ein Ärzte-Intro-Instrumental, was ich richtig geil finde. Also, ja. Ich bin ja nie Fan von Instrumentals von irgendwelchen Bands, die dann denken, wir machen jetzt ganz tiefgründig einen Song ohne Gesang. Aber das finde ich richtig nice. Ja, ist ja auch der Film-Soundtrack zu Richie Guitar. Den besten Film aller Zeiten. Ja. Ich warte immer noch auf die Fortsetzung. Ja. Ja. Wäre einfach so witzig, wenn sie einfach völlig unkommentiert, einfach mal, indem sie irgendwie 60 sind, das einfach fortsetzen. So. Oh, mit Sani. Ja. Ja, in der Rot spielt den dann. Sani schlägt zurück. Genau. Ja. Das muss auf jeden Fall auch noch kommen, bevor die sich auflösen. Das muss, weil die Story ist ja total offen von Richie Guitar am Ende. Das ist ja nicht zu Ende erzählt. Die sitzen im Auto und Farin grinst und dann ein Standbild. Das ist großartig. Ja, irgendwie sowas. Die bringt ihm noch irgendwie die Gitarre oder so, ja, und fährt dann mit dem Neuen weg. So, ja. Und eigentlich total scheiße. Ich finde den Film richtig, richtig schlecht. Sowohl dramaturgisch als auch vom Spiel. Auch wenn alle sagen, Bela ist ein guter Schauspieler, ist er gar nicht. Ich habe den bestimmt 15 Jahre nicht gesehen, aber ja. Der war auch letztens erst vor ein paar Wochen im Tatort, Bela. Und er hat richtig abgekackt. Ich fand ihn schauspielerisch richtig, richtig schlecht. Hm. Na gut. So, was kommt nun? Jetzt kommt Spendierhosen auf Platz 3 quasi. Runter mit den Spendierhosen. Und das dachte ich auch erst nicht, so. Weil irgendwie habe ich das nicht so auf dem Schirm, auch weil der Albumtitel irgendwie halt ein bisschen awkward ist. Hm. Aber da sind richtig fette Bretter drauf. Das sind fast nur geile Songs, muss ich sagen. Es gibt auf den ersten Blick jetzt keinen Song, wo ich sage, den höre ich mir nicht gerne an. Obwohl Geld. Geld ist ein Song, doch, den höre ich nicht gerne. Nee. Und hier haben wir das mit dem Frau-Mitglied, ne? Ja, genau, N483, genau. Ich finde es nur gerade, hier ist es. Das hat bei mir eine 8,15. Wie es geht, absolutes Brett. Manchmal haben Frauen, habe ich nur eine 8 gegeben. Och, der geht doch gut. Es hat nur 2, die unter 8 sind. 2 Songs, die eine 7 sind. Und das ist Geld und Der Optimist. Alles andere ist einfach durchgehend. Es ist halt nur eine 10 drauf für mich. Das ist Ein Sommer nur für dich. Ja, stimmt. Aber es ist halt einfach konstant sehr gut. Ich würde sogar sagen, dass Kann es sein ist für mich ein Song, der eher so ein Lowlight ist. Mhm. Leichenhalle ist auch ein Beispiel für einen richtig guten Gag, finde ich. Ja. Ich finde ihn aber auch musikalisch insgesamt ziemlich nice irgendwie, ja, so. Und dann kommt noch der Gag oben drauf am Ende, wo ich dachte, geil, das ist nicht wie Tu es nicht, der nur auf diesem Gag aufbaut. Und das ist halt ein Song, der auch so schon richtig nice ist, Leichenhalle. Mhm. On Prangering liebe ich auch. Und das Pongere, ich meine, stimmt. Da habe ich appreciaten gelernt, wenn Reime mit Absicht scheiße sind. Mhm. Mein Genital tut weh, wenn ich pisse. Ja. Das ist einfach großartig. Dir, finde ich, ist ein Lowlight. Was waren dir? Warte, hab ich. Wenn ich zitter vor dir. Ja, doch, aber das ist halt so ein. Der klingt irgendwie so mächtig, so ein bisschen erhaben. So ein bisschen irgendwie. Ja, musikalisch bestimmt. Das ist aber auch wieder so ein Song, den ich textlich ein bisschen. Der mir nicht gefallen hat, einfach. Hm. Und vom Gesamtbild her. Na gut. Der Optimist ist für mich ein Song, den ich richtig toll finde, weil ich diesen Schreibpart mag im Refrain. Wie geht denn da nochmal der Optimist? Irgendwie hier, das wird... Abrüstung jetzt und so, mal erst so Ding aufzählt. Na, nee, Abrüstung jetzt, Nee, bist du bei Geräusch gerade. Das ist nicht der Optimist. Doch. Boah, Abrüstung, ich auch bei Tinko, für euch ein guter Präsident mal sein. Echt, komm, ja? Komm, macht mit. Doch etwas hört mich auf. Ja, der Grund ist das, von Geräusch. Ach, der Grund, oh fuck, ja. Du hast recht, bin ich falsch. Ich war falsch, der Optimist ist eine 7, der kann nicht das sein. Nee. Der Optimist war, das wird schön. Ja. Du hast recht. Und das wiederholt er auch bis zum Erbrechen. Das wird schön. Das wird schön. Und das ist halt ein bisschen auch nervig. Am Ende der Gag ist. Ja. Zum Reinhören weniger als 7 Sekunden. Ja. Dann am Ende dieses, soll man auch zu kakeln jetzt hier. Ja. Ist auch wieder witzig. Ja. Und, du hast recht, und was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, das ist ein Plagi-Album. Ein Plagi. Ja. Das stimmt. Mhm. So ein positiver Vorheben. Auch was für die Haptik. Ja. Ja.
Aber wenn ich jetzt hier so durchgucke... Ja, wir haben ja gar nicht die Album-Designs besprochen. Ist das wichtig? Nee. Heute nicht. Im nächsten Hörerwunsch gerne. Okay, reden wir über Album-Designs. Da können wir die besten Albumcover vielleicht vorstellen. Shakira, wo sie so nackt vor einem Baum steht. Ich finde noch Baby richtig nice. Mhm. Ist ja auch so ein... Eigentlich ist wahrscheinlich... Ist Lieber ein Mensch, ist es das? Bitte? Ist das... ist Lieber ein Mensch? Ja. Genau, Baby ist... Ist Lieber einen Kindergarten leer. Ja. Genau so ein ironischer Vegetarier-Song, aber schon irgendwie ernst gemeint auch. Ja, aber was ich hier auf jeden Fall sehe, und deswegen finde ich es auch gut, dass ich das andere Album drüber gehoben habe, das ist halt durchgehend richtig gut, aber es ist mit ganz wenig richtig harten Peaks irgendwie. Okay. Also wie gesagt, es ist fast alles so 8, 8, 8, 8, 8. Manchmal haben Frauen es so auch einer der Songs von Die Ärzte. Ja, aber nicht für mich. Nee. Nicht? Nee, nicht so. Den würde ich auf jeden Fall relativ hoch. Ich würde noch Rock-Rendezvous hervorheben. Das auf jeden Fall. Das ist ja, also, dass ich das traue, ne, im Radio. Lief ja nicht im Radio. Wär's mal. Ja. Aber ich finde die Idee so witzig, dass halt, es klingt erstmal so wie so ein Liebeslied einfach irgendwie. Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, so, glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Und dann kommt immer Refrain, Farin, ich will dich ficken. Da habe ich schon gelacht, dachte, mega witzig, es geht an Farin. Dann kommt Farins Strophe, wo er auch singt, dass er ihn auch liebt und ihn auch am liebsten ficken will. Und dann singt er auch halt Bela, ich will dich ficken. Da habe ich schon gelacht. Und dann kommt Trott am Ende und singt halt, Jungs, ihr macht mir Angst, was ist nur los mit euch? Und so, das ist so witzig, dann wollen sie ihn am Ende ficken. Gucken sie ihn ganz ernst an und gucken, laufen langsam auf ihn zu. Wir wollen nicht ficken. Dann rufe ich sofort die Hosen an und so. Also einfach ein Song, ja. Das ist für mich so der Ärztehumor einfach. Ist ein Banger. Ja. Schön. Ja, dann... Mondo Bondage ist noch ein Song, den ich richtig cool finde. Auch aufgrund dieser ganz tiefen, dieser tiefen Stimme so. Kerzenwachs. Ja. Finde ich richtig nice. Ja, und wie es geht natürlich. Das ist ja der, also einer der größten Songs von den. Bei dem freue ich mich auch immer, wenn er anfängt. Das ist auch so ein. Ja. Gibt so ein paar Songs, wo ich das Intro höre und denke, ja. Das ist glücklicherweise auch ein Song, der auch mal außerhalb, also den du auch mal in der Disse hast manchmal. Ja, doch diese, ja. Stimmt. Schöne. Ja, dann. Kommt, das möchte ich ganz kurz. Jetzt kommt ja deine 2. Ja. Jetzt hast du 13 von der 5 auf die 2 geschoben. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, 13 muss auf die 1. So ein Quatsch. Weil Geräusch, was ich von der 5 auf die 2 geschoben habe, halt trotzdem noch ein paar Ausfälle hat und 13 ja, eher nicht. Dann kommt auf das 2 Geräusch, was auf der 1 kommt, sagen wir euch noch nicht. Ja. Könnt ihr gerne 13 mal raten. Also nach meinem Ranking ist halt Geräusch auf der 5. Aber gefühlt ist es halt höher, weil man beim Gefühlten natürlich dann die Schlechten auch mal ausblendet. Aber die Geschlechten reißen es halt. Ach, du findest ja der Tag so fürchterlich, ja. Ich finde zum Beispiel der Tag ganz fürchterlich. Der Tag ist auch toll. Ja, finde ich auch. Ja, ja, nee. Und ruhig angehen habe ich ja auch noch als eine 5. Das sind die beiden einzigen 5, ja. Ist halt so ein langes Album, mit wie viel sind 26 Songs drauf? Ja. Und wo alle irgendwie geil sind. Also ich sehe auf den ersten Blick jetzt keinen Song, den ich nicht gut finde. Das muss halt für mich so weit oben sein, weil es allein 15 von 10 Songs hat. Anti-Zombie, Deine Schuld und Rockbar, Richtig Schön Evil und Schneller Leben sind für mich alles 10 von 10. Ja. Gut. Dings hier, als wenn ich ein Zombie wäre, dann hätte ich kein Kombi mehr. Das ist schwach. Das ist eine 6. Aber als das Gag, ist, ich glaube, es lief wahrscheinlich so, dass Rod kam und Bela kam mit Anti-Zombie. Und war genau Spaß, mal eben Brot-Zombie auf ein Kehrblech da geliefert hat. Ja. Das ist doch schon witzig. Aber wie gesagt, wenn du halt aus ironischen Gründen Scheiße machst, ist es halt trotzdem noch Scheiße. Ach, ich find's aber wobei auch, ich jetzt nicht Scheiße sage, aber ne. Wenn ich ein. Ja, ich finde den nicht Scheiße, aber alleine, wenn ich ein Zombie wäre, bräuchte ich kein Kombi mehr. Das ist wirklich... Schon witzig. Ja. Weil ja ein Leichenwagen ist ein Kombi, weißt du? Nee. Nicht so. Ich finde, also was eher so schwächelt für mich, ist Die Nacht. Das ist ein Song, den viele Fans geil finden, wo ich aber finde sage... Auch geil. Ich finde auch geil. Das ist auch so ein Bela-Song, der sich so erhaben anfühlt, so groß. Die Nacht muss eine Frau sein. Das ist übrigens geil, Alter. Und dann wenn die Instrumente alle so kicken, das ist so eine Welle, die ich erschrecke. Finde ich richtig geil. Geisterhaus ist ein Song, den ich auch lange Zeit nicht geil fand. Den ich aber durch Mila sehr oft hören muss, weil Mila liebt diesen Song einfach, weil das halt so ein Emo-Song ist irgendwie. Keiner sieht mich, keiner versteht mich und so. Was mich ein bisschen stört, ist die Grammatik in dem Song. Ich glaube, es ist nicht richtig, wie er singt.
werde ich mich beim Versuch, mich vor euch zu wehren, also mich selber vor zu... euch zu wehren. Mhm. Ist doch komisch, oder? Ich wehre mich doch nicht vor euch. Na doch, oder? Mir fällt mir nicht negativ auf. Wie, was sagst du denn sonst? Gegen euch wehren. Gegen euch so, wehren, gegen... ja. Und ich finde, es vor ach euch so, wehren. Vor ich... euch schützen. Ich schütze mich vor euch und ich wehre mich gegen euch, ja. Vor euch zu, ja, vor euch zu wehren, finde ich halt wieder so. Hm. Das macht Trotz sehr häufig, finde ich. So grammatikalisch. Scheiß Ausländer. Kein Deutsch. Ist so. Ist so. Aber System ist ein Song, den ich richtig geil finde. Musikalisch. Stimmt, System ja, könnte eigentlich auch. Stehen und Setzen, ne? War das der ja, ne? Ja, das war der. Genau. Stimmt, System könnte eigentlich auch eine 10 sein. Warum habe ich den nicht als 10 hier gelistet? Der sich auch so, so langsam aufbaut, finde ich. Mhm. Und dann richtig, richtig geil wird. Ja, auf jeden. Das ist schon ein Banger. Der ist halt ein bisschen sehr, sehr überladen, aber ist geil. Ja. Jack Elsgaard Sverige. Also Schwedisch hier, ich liebe Schweden. Mhm. Auch eine 9. Ich habe ewig nicht verstanden, dass er gar nicht über Schweden singt. Erst als es darum ging, irgendwie in jeder Ecke steht ein Elefant oder so, habe ich gemerkt, hä? In Schweden gibt es doch gar keine Elefanten, naja, keine Hungersnöte. Das war dieser Song, wo er sich einfach von den Reimen treiben lassen hat. Ja, ich glaube auch. Also... Es geht schon um Schweden, aber halt alles, was alles ja trotzdem Quatsch. Es geht nicht um ein bestimmtes anderes Land, sondern halt Bullshit so. Ja, Piercing. Richtig schön groß. Evil finde ich halt toll, weil Bela da Bezug nimmt auf Harins Soloalben am Ende. Mhm. Ah ja. Ich glaube, das hatte ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Aber bei Richtig Schön Evil hatten wir mal eine Nacht irgendwie, da war ich 12 oder so mit Max zusammen, haben wir eine Nacht durchgezockt, irgendwie Heroes of Might and Magic 5 auf PlayStation und haben diesen Song komplett im Loop gehört. Also wirklich 8 Stunden durch. Wir loopten den Loop so hart und ich finde den immer noch richtig geil und das kann eigentlich nur für einen guten Song sprechen. Ja, stimmt. Wenn du den nach 8 Stunden Dauerbeschallung nicht über bist. Dann will ich noch hervorheben, Schneller Leben, die 13 vom ersten, von der ersten Seite. Schon diese Zeile, Kurt Cobain hat es gewusst, im Alter droht Gesichtsverlust. Ja. Das fand ich so nice. Wenn ich den Namen nice. Kurt Cobain höre, muss ich immer diese Zeile denken. Kein ja, Scheiß. Ich auch. Ja. Der Grund ist jetzt hier drauf, wo Bela schreit, den ich erst von Optimisten gehalten habe. Ja, ist ein Banger. Mega. Love Power war ein Song, den ich anfangs richtig geil finde, aber inzwischen nicht mehr so gerne höre. Ist das hier, er liebt sich selbst? Ja. Ja. Du bist genial. Ja, ist eine 7. Ja, ist schon gut, finde ich, doch. Auch hier Der Tag, die Nacht. Wahrscheinlich wieder so ein Song gewesen. Bela kam mit, oder einer von beiden kam zuerst mit Der Tag, dann kam der nächste mit Die Nacht. Vielleicht. Also ich denke auf jeden Fall nicht, dass der Tag auf die Nacht folgt, weil der Tag sich ja nicht um das Thema Tag dreht. Die Nacht hingegen schon um das Thema Nacht. Hm. Hm. Warum eigentlich schwarzes Geräusch und rotes Geräusch? Das weiß ich gar nicht. Und warum ist der Tag und die Nacht beides auf rotes Geräusch? Hm. Und warum ist Pro-Zombie und Anti-Zombie beides auf rotes Geräusch? Muss da mal anrufen, mal fragen. Ja. Frag mal den Fabian. Ruf einen Streamer an. Warum ist System auf schwarzes Geräusch? Also ich verstehe die Ordnung 0, muss ich sagen. Ich auch nicht. Weil System ist das absolute Gegenteil von Schwarz für mich. Besserwisser Boy ist ein Song, den ich schon deswegen geil finde, weil Gunter Gabriel da mitspricht. Besserwisser Boy. Der ja auch schon verstorben ist. Und der hat so eine richtig krasse Stimme einfach, der nicht mal singen muss. Der einfach nur da was reinlabert ins Mikrofon und es richtig nice ist. Ja, wenn ich also durch die paar Ausreißer finde ich es schon gut, dass es nur auf der 2 ist für mich, muss ich sagen. Auch wenn Herr Hodes da protestiert. Nochmal? Ich finde es gut, dass das für mich nur auf der 2 ist. Ja, also auf der 1 ist jetzt, da ist doch... Ist und auch da noch, ganz kurz, der beste Rotz-Song für mich. Wie heißt er nochmal? Gar nicht wissen will. Was? Dinge von denen, oder was? Dinge von denen, genau. Ja. Einer der besten Rotz-Songs. Auf jeden Fall der populärste, glaube ich. Ja. Ein Single, ne? Stimmt. Ist ja auch selten gewesen, dass Rotz-Songs Single-Songs waren. Wir haben gar nicht über, muss ich ganz kurz einhaken, dass wir zumindest erwähnt haben, Rock'n'Roll Übermensch haben wir gar nicht geredet. Und der ist so abgespaced, den finde ich richtig geil. Ja, der ist sehr anders, ne, als die anderen. Aber jetzt, wo du sagst, 13 ist natürlich auch ziemlich gut. Ja. Aber ich schließe mich dir absolut nicht an. Ich finde Rebell uninteressant. Das ist okay, darfst du. Ja. 13 hat für mich einen 10 von 10 Song weniger. Achso, und jetzt kommt die Nummer 1. Und was könnte auf der Nummer 1 sein? Was glaubst du? Die 13? Was glaubst du? Bullenstaat. Okay. Bullenstaat, müssen wir auch noch drüber sprechen. Ich glaube, es ist das Album Mensch. Ja. Ein Mensch. Ist das von
Herbert Grönemeyer? Ja, das ist gerade das Erste, was mir in den Sinn kam. Gott, oh Gott. Ich finde hier zum Beispiel Party stinkt ist ein Song, den ich... Und Grau. Party stinkt und Grau sind Songs, die ich gar nicht gut finde. Party stinkt ist mein größter Ausreißer auf dem Album. Mhm. Ist eine 5. Ja, habe ich bei Liebe und Schmerz allerdings auch mit einer 5. Hat allerdings auch 4 10 von 10. Meine Freunde, ein halber Love-Song. Ignorama tatsächlich und Rebell. Ignorama ist... Was waren das nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist das richtig? Wo ist denn der Ignorama? Ja, ich muss kurz nachdenken. Nicht, könnte mir nichts egaler sein, ist das? Ja, ich glaube. Ja. Du sitzt auf mir, die Welt ist schön. Ja, genau. Ja, ja. Und das, glaube ich, ist echt erst passiert, als ich den für diesen Podcast nochmal gehört habe. Auch wenn das jetzt schon wieder ein paar Monate her ist. Und da dachte ich, Alter, das ist ja eigentlich übelstes Brett. Liebe und Schmerz, auch ein Song, den ich nicht gerne höre. Der ist mir zu romantisch irgendwie. Mhm. Ja. Da sind wir uns mal einig, gucke. Nice. Die beiden sind die Ausreißer auf dem Album. Mhm. Grotesk-Song finde ich auch richtig geil. Ja, stimmt. So, müsstest du mit deiner linken Protestszene sein. Ist das so, ja? Ironisch. Naja, aber weißt du, was ich meine? Der ist ja voll gut. Ja, ist er ja auch. Aber macht es halt auf eine geile Art und Weise. Ja, ist aber auch sehr, sehr schön. Ist mir doch egal, wenn die ganzen Robbenbabys da sterben. Hä? Ist doch völlig egal, wenn wir hier gerade irgendwie krepieren, lol, und weiß halt, dass es halt nicht so ist. Weißt du? Ja, das stimmt schon. Finde ich sehr elegant. Angeber fand ich noch ein bisschen, echt? Krass. Ja. Ist ganz okay, aber jetzt nicht geil. Hm. Goldenes Handwerk fand ich damals nervig, heute ist schon noch eine 8. Ja, stimmt. Das Lied habe ich ganz allein geschrieben. Ja. Ein Lied für dich ist ein Brett mit einer 9. Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas, finde ich auch geil. Ja, stimmt, voll. Der Graf, absoluter Klassiker. Ein halber Love-Song, den finde ich richtig hart. Und es gab mal eine Trennung in meinem Leben, wo ich diesen Song richtig mir reingeballert habe, weil er mich übelst abgeholt hat und ich habe übelst geheult, ohne Spaß. Wir haben uns getroffen, ich war in irgendeinem Kaff in Thüringen und sie macht Schluss mit mir. Und ich setze mich in den Zug, höre einen halben Love-Song und heule den ganzen Zug voll. War das unerwartet? Das trifft gerade nicht. Also, nee, es Thema war, vorbei. Ich hab's erwartet, weil sie meinten, müssen reden. Ah, okay. Das ist ja immer so, und lass uns mal treffen, so. Wo wir uns erst eine Woche später treffen wollten. Mhm. Und ja, dann saß ich dann im Zug, hab das gehört und hab übelst geweint. Ich war dann 19 und dachte, Schön. Was wollte ich gerade noch sagen? Männer sind Schweine. Mhm. Für mich... Auch einer der Ärzte-Songs, den ich richtig, richtig toll finde. Den ich als Kind schon gerne gehört habe und nicht wusste, wer die Ärzte sind, holt mich voll ab. Ich würde unbedingt noch hervorheben wollen, nie gesagt. Weil wenn da das Instrumental so richtig einsetzt. Ja, mit den Geigen und so, ne? So geil. Richtig Rock'n'Roll. Das ist ein Song, den kann man sich anhören, wenn man so auch nachts im Bett liegt und über Kopfhörer hört. Das ist so richtig, der nimmt dann richtig mit. Das aber nicht die Erdbeermilch vergessen. Nicht vergessen, in vegan bitte auch. Ja. Was war's noch? Punk ist auch richtig nice. Du auch sagst. Ist ein geiles Intro für ein Album, finde ich. Hier ist noch geschrieben, ein Hidden Track, quasi wenn du zurückspulst, kommt Lady von Rodrigo González. Lady liebe ich auch. Richtig geil, ne? Mhm. You wanna Lady. Aber ich glaube, da finde ich die Live-Version geiler. Auch geil, stimmt. Ist die auf Sintflut, glaube ich. Und meine Freunde habe ich auch voll abgeholt. Meine Freunde sind homosexuell. Da habe ich mich immer gefragt, das Album war ja eigentlich das kommerziell erfolgreichste Album von die Ärzte, weil viele Männer das ein Schwein halt richtig geil fand. Doch auch diese Ballermann-Leute und die konservativen Leute, die sich dann das Album kaufen und hören auf einmal meine Freunde. Sie ficken sich ganz einfach so gegenseitig in den Po. Und es wird viele geschockt haben, glaube ich. Auch so Omas, die ihren Enkeln das Album gekauft haben. Und dann hören die das sich im Familienauto an, auf dem Weg zum Minigolf an Ostern. Da kommt da halt dieser Song und dann riesiger Schock. Gut so. Glaube ich. Ja, aber fair, finde ich. Also. Man will ja nicht die Katze im Sack verkaufen. Nee. Wenn du Ärzte kaufst, kriegst du Ärzte. Und dann gibt es hier keinen. Wussten die ja nicht, ne? Und der Infant, auch ein Song, den ich richtig gut finde. Ja. Dirty Deeds. Wo es erst so, wo so, so auch ACDC-Anspielungen sind. Wenn ich erwachsen bin, ne? Genau, wenn ich erwachsen bin. Ja, ist eine 7. Da gibt es auch diese Melodie im Refrain. Du, 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 du. Was Farin, glaube ich, geklaut hat für irgendeine B-Seite von sich. Welche Krise, oder? Aha. Welche Krise darf es denn sein? Aber das ist, glaube ich... Du, 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 du. Das ist die gleiche Melodie, tatsächlich. Okay, wüsste ich gerade gar nicht. Aber du kannst ja mal kurz gucken bei Spotify. Du guckst mal der Infant an und nicht welche Krise. Hm.
Ja, dann sage ich, eins gutes Album, während die anderen hier rausgoogeln, kann ich ja schon mal überleiten. Also ich glaube, dass ich jedes einzelne Lied, was sich auf dem Album Rock'n'Roll Realschule befindet, besser finde als die Albumversion. Da könnt ihr euch das dann selber ausrechnen. Den wirst du meinen? Genau, und? Ja, nicht durchgehend vielleicht abspielen. Ah. Ja. Ja. Ich habe sofort gemerkt, als ich dann welche Krise gehört habe, dachte ich mir, aus irgendeinem Ärzte-Song ist das doch geklaut. Oder Ja. angelehnt. Okay. Ja, vielleicht unwissend. So, hey, das hört sich gut an, das hört sich so vertraut an. Passiert Weißt du? mal, ja. Weil wenn man irgendwie 300 Songs Ist hat, eh dann. schwierig, ja. Ja. Nee, also Rock'n'Roll Realschule. Wenn ich da jeden einzelnen Song besser finde als die Albumversion, ein Punkt drauf, Das können wir sagen sehr uns viele, wahrscheinlich das stimmt. ausrechnen. Ich sehe es ähnlich. Mila ist tatsächlich ein Mensch, der kannte vorher Rock'n'Roll Realschule, danach erst die richtigen Songs quasi. Und es war dann krass, dann die richtigen Originale zu hören. Ist auch eine spannende Sichtweise, glaube ich. Dann machen wir jetzt noch kurz Realschule oder? Ja, na, willst du dazu was sagen? Zur Realschule? Ja. War bei mir ganz ähnlich. Ich hatte den recht früh und ich kannte viele vorher schon aus dem. Dem Album. Dem CD, ja. Dem Das CD. ist ja so gewesen, dass meine Schwester das halt geschenkt bekommen hat, ne? Und dann lief das immer mal. Und erst viel, viel später hatte ich dann jetzt tatsächlich Ärzte-Sachen. Aber auch legendär fand ich die Pannenpause. Ja. Ja. Pannenpausendienst auf YouTube. Wenn ich schlecht drauf bin, mache ich diesen Song drauf und dieses Video drauf und es geht mir viel besser. Schöne. Die Folie hängt schief. Ja, die Leiter, die Leiter. Das war ja, es ist halt für die, die es nicht wissen, halt so ein Moment, als eine Folie irgendwie schief hing oder durchgebrannt ist. Und die Technik musste das halt irgendwie umstellen. Und dann haben halt die Ärzte halt so ein bisschen Pausenunterhaltung gemacht. Ganz spontan haben wir noch neue Songs quasi komponiert live. Da ging noch die Gitarre von Farin nicht, da haben sie A cappella gesungen. Also richtig, richtig witzig. Yes. Und das Medley. Also Ja. unfassbar. Sehr, sehr gut. Ohne dich, Paul Quark. Und Monsterparty. Ich glaube, langweilig könnte ein Song sein, den ich da ein bisschen schlechter finde als auf dem Album, aber insgesamt ist das, gerade wenn dann der Mädchenchor da hinten noch dazu kommt, das profitiert schon alles sehr Ja, davon. mega. Ist ja irre, fand ich richtig toll, die Version. Und halt, was ich gerade gesagt hatte, Monsterparty. Ist ja ein Song, den es schon mal gab, glaube ich, vorher. Also irgendwie, also es gibt zumindest eine Studioaufnahme, die aber nicht irgendwie populär war. Und dann kam halt Monsterparty als Single nochmal raus in der Live-Version. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ich kann mich auch täuschen. Ist auf jeden Fall eine 10 von 10 für mich. Monsterparty auf Und jeden so Fall. hart ist absolutes Brett. Ja. Auch die Banane. Geile Version. Dieser Mädchenchor, die sind jetzt alle 40. Ekelhaft. Nee, das nicht, aber führst du dir mal vor Augen, Ja, wie lang das her stimmt, ist. schon hart, ne? Stimmt, ja. Schon, ja. Und ich möchte noch über ein Album sprechen, was ich richtig, richtig geil finde, das gestern wieder durchgehört habe. Okay. Bullenstaat. Bullenstart. Fürchterlich. Kann man kostenlos runterladen auf battlemeister.com, glaube ich. Das sind halt so irgendwie 36 oder 40 Songs, die teilweise ganz, ganz kurz sind, so 10 Sekunden, was ich richtig nice finde. Kann man alle 5 Jahre einmal hören und mal schmunzeln, aber das war's dann auch für Ey, mich. Cops Underwater. Das gleiche gilt für Geil. Dave Given Me Schrott. Ja. Kann ich auch nicht alle 5 Jahre, aber ein bisschen häufiger schon, aber Hab ich immer noch gar so, nicht gehört, hört ehrlich man auch mit so einem gesagt. leichten Schmunzeln. Und da hört man ja auch Songs, da auch das mit den Melodien, die in irgendwelchen anderen Songs drin waren und dann es nicht in den Song geschafft haben, aber wie man den Song später dann nochmal genutzt hat und so. Das ist bei Rammstein ganz krass. Die haben manchmal auch so Demos veröffentlicht und dann merkst du, wie sie bei Songs einfach Text und Musik geswitcht haben jeweils. Zum Beispiel war das, glaube ich, bei Pussy und Gib mir Augen. Haben sie völlig deine Augen völlig vertauscht einfach. Text beibehalten, Musik beibehalten, nur getauscht. Übelst. Klingt wie so ein Mashup, wenn du erst die richtigen Songs kennst. Sehr interessant. Okay, dann habe ich jetzt hier noch ein letztes, was ich hinzufügen wollen würde. Die Ärztealben gehen halt, wie gesagt, von 6,43 bis 8,18 bei 13. Und dann gibt es aber ein Farin-Urlaub-Album am Ende der Sonne, das hat auch eine glatte 8. Also die Urlaubssongs sind hier 7,46 für Die Wahrheit übers Lügen, 7,6 für Faszination Weltraum, 7,87 für Endlich Urlaub. Und am Ende der Sonne hat auch eine 8 insgesamt. Das gliedert sich also in den Top 5 unbedingt ungefähr ein. Ja, auf Platz 4 wäre das dann Das 5. scheint so ein Ärzte und Farin oder überhaupt ein Ding zu sein, der drei Typen, dass sie viel mehr reduzieren sollten in ihren Alben, glaube ich. Ich finde, manchmal ist es zu viel.
so 5 Songs können sie echt manchmal rausnehmen eigentlich. Wo ich bin froh als Fan, die zu kennen, die Songs, aber eigentlich wäre es geiler gewesen für ihre Legacy und auch für die für das Album an sich, wenn 5 Songs einfach mal gefehlt hätten. Aber es ist einfach nicht unbedingt weniger. Die Masse, weil es gibt jetzt dann wiederum B-Seiten, die übelst geil sind. Also, klar. Da hätte man vielleicht geschickt austauschen können. Ich weiß nicht, wie das da dieser Prozess stattfindet. Mhm. Doppli hätte übelst gerne einfach auf dem Album sein können, weißt du? Finde ich nicht, weil der Song zwar richtig geil ist, aber der macht nur auf dieser Single richtig Sinn. Oh. Aufgrund dieser Geschichte, die sie da erzählen. Ja, da passiert halt die Geschichte, aber wenn die anderen 2 Songs nicht wären, gäbe es die Geschichte nicht und dann wäre es auch egal. Und ganz früher waren ja auch B-Seiten gar nicht die ausgemisteten. Früher waren ja B-Seiten nicht so Alternativen zu den Singles tatsächlich. Es war noch in den 80ern so, dass viele Künstler sich nicht entscheiden konnten zwischen 2 Songs, die sie auskoppeln sollten, haben einfach beide ausgekoppelt, so als A- und B-Seite. So war es ja früher eigentlich gewesen. Oder noch Instrumentale und so Bonus-Scheiß halt. Das kam dann wieder, glaube ich, ein bisschen später mit der CD, als man dann Singles kaufen konnte. Da haben wir dann irgendwie den Song draufgepackt und 3 Remixes, Instrumental und so weiter und noch ein Cover vielleicht. Ja. Na gut, also ich denke mal, auf 13 können wir uns alle einigen so. Als 13 ist sehr nice. Und Geräusch fandest du ja jetzt auch nicht schlecht, nö, oder? Gar nicht. Also die nach 2000 Alben finde ich alle irgendwie richtig, richtig geil. Okay, schön. Außer Dunkel. Alben ist immer was gerade. Also wenn ich jetzt die letzten 3 Tage 13 gehört habe, dann wäre ich am 4. Tag, das ist es nicht mehr meine Nummer 1. Mhm. Und das ist immer, ändert sich. Das ist alles immer nur Moment. Alles im Wandel. Ja. Richtig, alles im Wandel. Die Sprache. Okay. Stimmt. Guck mal nicht auf meinen Bauch. Ich würde gerade so stimmen. Mal weg. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Person, die. Und vielen Dank fürs Abonnieren, Like da lassen und kommentieren. Noch eins für den Schluss. Sterne. Wo war Radio Brennt eigentlich drauf? Auf welchem Album? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen auf den Tracklisten. Das kann ich kurz recherchieren. Ihr könnt euch ja noch kurz. Ihr könnt ja kurz noch um Likes betteln. Das ist eine gute Frage. Ich vermute, das war auch eine EP, die wirklich halt nur so 5 Songs hatte. Ah, weil das nämlich ein Song ist, wo sie Falco diffamieren. In der ersten Strophe ist. Zu Recht. Sie spielen überall dasselbe. Falcos neue LP. Ja. Da bin ich ganz kurz, wo ich mir denke, naja. Aber auf der anderen Seite hat ja auch Falco die Größe, es nicht zu kommentieren, einfach stehen zu lassen. Muss man auch mal sagen. Dass du diese Größe nicht hast, kann man auf jeden nicht. Fall an dieser Stelle sagen. Ich war beim ersten Mal ein bisschen angepisst, dachte mir, es hätte nicht sein müssen. Aber es stimmte, zu der Zeit, als Radio Brennt rauskam, war ja Falco gerade überall in den Medien und war ja der Billie Eilish quasi der 80er Jahre. Absolut. War so, von den Verkaufszahlen und von der medialen Präsenz. Hat er auch dann immer gesagt, hey, ich zeige meinen Körper nicht und dann seinen Körper gezeigt, als er 18 war? Ich rede jetzt von der Kunst, von der Musikalität. Falco war jetzt kein 17-jähriges Mädchen. In Rockbar, ja, da wird gegen Shakira geschossen. Ja, ich weiß. Und? Deswegen habe ich dem Song trotzdem eine 10 von 10 gegeben. Am Anfang, wie gesagt, ich finde inzwischen Radio Brennt richtig gut. Shakira ist außerdem in den Paradise Papers, also fuck her. Und wo ist es? Offenbar auf Ist das alles 13 Höhepunkte mit den Ärzten. Also wahrscheinlich eine Best-of mit ein paar neuen ja. Songs. Dazu, so, wie soll ich dazu? Das gerade richtig, wenn ich es gerade richtig sehe, dann ja. Okay. Auch ein cooler Song. Ja. Ich hätte auch gerne jemand anderes nehmen können, außer Falco Madonna oder so, aber na gut. So sei es. Schönerodimus Kandilak! So. Ja. Vielen Dank, Leute. Die Musik ist so laut. Das ist kein Ärzte-Song. Schade. Kauft euch noch mehr Hörerwünsche. Es gibt immer noch einen, der mir ein Liebe dankt worden ist.